Beste, wenn sie nicht mal Kopfhörer haben. Hey. Und dann hörst du immer irgendwie noch den Rasenmeier draussen. Und dann hörst du, das Album ist mega aufwendig und mega teuer. Und der Kopfhörer war nicht teuer und den hast du nicht. Ich glaub dir nicht. Und ich habe gesehen, wo hast du das gesehen? Auch bei irgendeinem Zoom-Talk hat der James Bay hat dann noch einen Song gespielt. Ja. Aber einfach über halt Zoom mit dem Laptop-Mikrofon. Und du bist so, Alter, du spielst so gut und du singst so schön, aber es tönt so scheiße. Es gibt nichts Schlimmeres als die Idee, das Bild ist okay, dann ist das mit dem Ton ja okay, dann ist ja nicht mehr so wichtig. Weil ich meine, es gibt Studien und Statistiken, wenn du Fernsehen schaust und das Bild wird schlechter, dass die Leute weniger schnell abschalten, als wenn das Bild bleibt und der Ton wird schlechter. Die Leute schalten zuerst um. Yeah. Das ist gleich, wenn du Fernsehen schaust oder wenn du einen Fußballmatch schaust und der Kommentator geht dir so auf den Sack und du denkst, hey, halt mal eins gegessen. Yeah. Wenn er aber mal eins 20 Sekunden nichts sagt, bist du beim Essen, machst du. Ist wieso ist es ruhig? Es ist schwierig komisch, wieso ist es ruhig? Oder? Yeah. Wieso ist es ruhig? Vor allem, das können die Deutschen gut. Die Deutschen können einfach mal locker 2 Minuten nichts sagen. Ja, oder, das war das Gleiche gewesen, magst du dich erinnern, damals, wo das Goal kaputt war, wo sie haben das Goal auswechseln mussten. Der Klassiker, das war irgendwie Ende 80er. Und der hat gesagt, in dem Moment ist dann das Bild ausgefallen, wie sie das nicht haben wollen zeigen, wie sie das Goal auswechseln. Dann aber der Kommentator hat es kommentiert. Yeah. Wenn es umgekehrt gewesen wäre, du hättest gesehen, wie sie das Goal auswechseln, aber du hättest die Kommentatoren nicht gehört, hätten alle abgeschaltet. Ja, logisch. Aber mit dem Kommentator allein ist es legendär geworden. Darum ist auch, was ist gesehen? Der Sascha Rufer, der einen Flitzer kommentiert hat. Ja. Und du hast den Flitzer nicht gesehen. Genau. Aber wie er es kommentiert hat, ist das Highlight. Das Highlight war. Genau, das ist das Highlight. Also das ist so geil. Das und da macht er nochmal eine Täuschung. Genau. Und die haben ihn immer noch nicht. Ja, genau. Das ist so geil. Das ist geil. Darum, Ton ist im Zweifelsfall doch wichtiger, auch wenn man es nicht glaubt. Darum sind wir sehr froh über dich. Und wie ist der Ton bis jetzt? Alles schon so 2 Minuten. Boah, sehr schön. Boah. Also der beste Tag haben wir schon gehabt. Geil. Jetzt, wenn es offiziell losgeht, können wir nur noch verlieren. Bam! Feel Good Podcast mit dem Seven. Was für ein Jahr. Ja, also, danke für die Einladung. Ich habe mich sehr gefreut. Sehr, sehr gern. Sehr, sehr gern. Wie geht's? Hey, den Umständen entsprechend gut. Das sagt man momentan ja immer. Also, in dieser Zeit von Corona fühlt man sich alle irgendwie wie hochschwanger. So, den Umständen entsprechend geht's mir gut. Yeah, für das, was es gerade ist. Für das, was es gerade ist. Es ist halt schwierig und es ist, wie es ist. Nein, ich kann mich wirklich nicht beklagen. Ich habe viel zu tun und ich darf viel machen. Ich bin gesund, die Familie ist gesund. Wir sind mehr oder weniger verschont und Holz anlängen. Und du hast für die Rechnung vom Jubiläum hast du jetzt nicht gesagt, Corona-Jahr zählen nicht, oder? Nein, habe ich nicht. Es gibt ja ein paar so Leute, die sagen, Corona-Jahr zählen nicht. Das rechnet mir jetzt nicht dazu. Also man hätte gut jetzt können die 2 Jahre streichen und sagen, mein 20-Jähriger ist erst in 2 Jahren. Aber ich habe die letzten 2 Jahre so viel Zeugs gemacht, trotz Corona, weil ich halt so der Typ bin, wenn es irgendwelche Lücken gibt, dann kann ich nicht warten, weil ich kann weder warten noch das Gleiche machen. Das mit der Geduld ist nicht so meins, schwierig. Yeah. Ich musste die Lücken füllen und Corona hat uns auch einige Lücken gegeben. Und ich habe halt einfach wirklich jedes Mal dann gefunden, okay, dann können wir noch das machen, ich muss noch etwas machen, ich kann noch fahren noch ein Projekt rauf. Ist auch ein Mix aus Beschäftigungstherapie und ich muss trotzdem etwas machen. Und darum muss ich die letzten 2 Jahre künstlerisch trotzdem sehr, sehr reinrechnen in die 20 Jahre, weil vieles passiert ist bei mir. Ja, ich sehe dort also ein bisschen Ähnlichkeiten mit, egal was die äußere Umstand ist, das zwingt einem selber nicht, um eine Pause zu machen. Hey, es war so absurd gewesen, am Anfang, wo die Welt sich irgendwie schließt und die Blume geht zu, der Vorhang geht und alle sagen, weisst, jetzt muss man mal eine Pause machen. Nimm das an. Genieß das. Ist auch eine Chance. Und du so, nein! Und mein ADHS da. Und ich,
Pause. Also ich habe eine gemacht, bis um 10 Uhr jetzt, es ist 10:30. Was machen wir jetzt noch? Also ich, nein, mir passiert dann eher das Gegenteil. Ich werde dann eher ungemütlich und ungeduldig, yeah, wenn ich nicht weiss, was ich morgen mache. Und hast nicht, das habe ich bei mir, kurz im Moment habe ich das ab und zu gehabt, wo ich dann gemerkt habe, ah shit, ich habe effektiv keine Pause gemacht und andere Leute schon. Und es fährt so... So heisst, glaube ich, mein Buch. Ich habe keine Pause gemacht, die anderen schon. Nein, aber die sind dann so ein bisschen entspannter jetzt. Und ja, ich merke, wie es dann ab und zu schon so ein bisschen kratzt, wo ich so denke, ja. Vor allem so die Zwischenzeiten. Also weißt du, wenn Lockdown ist, ist Lockdown. Und wenn Sommer ist, haben es alle vergessen. Genau. Aber halt immer, wenn so der Winter ist und irgendwie bist du so am ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber so, man kann gewisse Sachen machen, andere irgendwie nicht und unter bestimmten Voraussetzungen. Ja, und vor allem ist Planbarkeit einfach nicht gegeben. Genau. Man ist die ganze Zeit zwischen Plan A, B, C, D am Umschiften, ist immer mehrgleisig am Vorbereiten, hat vierfach Arbeit, ohne zu wissen, ob man eins von diesen vier Zyklen, yeah, dann überhaupt starten darf. Genau. Und dann das ist das, was am meisten aufreibend ist, aber im Lockdown hast du ja keine Pause gemacht. Also du nicht, ich auch nicht. Alle anderen sind so fit für das. Und ich bin immer noch am Arsch. Ja, nein, das geht mir genau gleich. Ja, vor allem, weil du dann ab und zu hast dann also das Gefühl, für was machst du es überhaupt? Oder? Weil eben A, B, C, D, E, du hast keine Ahnung. Und am Schluss geht es wieder zusammen und du bist so, okay. Aber eben, es hält einem trotzdem nicht auf. Das nein, es hält. Also es haltet einem nicht auf und wenn es einem mal aufhält, ist auch okay. Mhm. Ich glaube, da gibt es keine Regeln mit so Ausnahmesituationen oder so einer Ausnahmesituation, wie wir in den letzten zwei Jahren erlebt haben, vor allem in unseren Berufen. Wir sind die Ersten, die wir abgestellt haben, wir sind die Letzten, die wir wieder wirklich anstellt. Yeah. Und ich glaube, da ist jede Reaktion völlig legitim. Das Nerven verlieren, sich auf die Nerven gehen und etwas Neues anreissen und nachher wieder müssen umbauen müssen. Das ist, glaube ich, jede Phase durchlebt worden. Ich habe jetzt in den zwei Jahren, glaube ich, alles gehabt von «Ja, ich weiss, was ich will» und so «Es geht alles in den Arsch». Ich meine, ich habe jedes Stadium durchlebt, im Wechselbad der Gefühle, und das an einem innen Tag und raus und das teilweise im geheimen Morgen. Also da gibt es definitiv keine Regeln, weil wir haben dann auch nicht gewusst, was morgen ist. Wir wissen jetzt bis heute nicht wirklich. Ja. Yeah. Und 20 Jahre ist für mich noch krass, weil ich auf so denke, shit, wahrscheinlich nicht ganz... Das ist so alt. Ja, aber er sieht nicht so alt aus. Er sieht nicht so alt aus. Ich habe mit 9 angefangen. Ja. Ich bin jetzt 29. Kann das bitte auch um den einblenden werden? Kann es jemand einblenden? Nein, aber tatsächlich, du begleitest mich, seit ich Teenager bin. Und ich glaube so ziemlich, ja. Crazy. So, nicht ganz am Anfang, glaube ich, aber Seven Soul ist ja schon recht. 2004, ja, das ist das zweite Album gewesen. Eben, es war recht früh. 18 Jahre jetzt, ja. Voilà, und das habe ich zu tot gelöst. Krass. Und dann denke ich so, das ist der Seven, und der begleitet mich so ein bisschen. Und dann irgendwann merke ich, fuck, der hat jetzt 20-Jährige. Hey, das geht mir auch so. Ja. Also ich habe sehr ähnliche Gefühle wie du. Ja. Ich habe das auch viel gelöst. Und denke ich so, shit, das ist schon so lange her. Aber ich glaube, es ist auch, es fühlt sich auch so spielerisch an, oder man sagt sich so, wie ist das passiert? Weil es mir wirklich auch ein bisschen so geht. Ich bin nicht jemand, der die ganze Zeit zurückdenkt, hey, jetzt habe ich das gemacht, oder jetzt habe ich das gemacht, jetzt muss ich überlegen, ist das echt gut gewesen. Also ich bin nicht so retro, ich bin nicht so retrospektiv Zurückschauer und irgendwie ein Lorbeerensammler und Medaillenpolierer. Mhm. Das ist nicht so mies. Ich bin so ein Kindskopf, dass ich immer geil gemacht, super, was als nächstes, jetzt das. Yeah. Und so der Tunnelblick und immer an nächstes Gig, an nächstes Song, an nächsten Text, immer einfach schon im Nächsten drin, dass in so einem Moment, wo dann dir wie bewusst wird, aufgrund von einer blöden Zahl eigentlich, wir feiern jetzt die runde Zahl, also eben bei 20 ist so die Retrospektive mal so angesagt, wir müssen mal zurückschauen, dass man sich dann so bewusst wird, shit, ja, es sind wirklich schon 20 Jahre. Yeah. Wenn man das nicht würde feiern und das nicht Klassiker wäre, dass man dann ein Jubiläum feiert, würde ich, glaube ich, immer noch nicht zurückschauen. Und es mir gar nicht so bewusst sein. Aber es hilft ja manchmal, ein bisschen zurückzuschauen. Nicht, es gibt die kennst du sicher auch, die nur in der Vergangenheit leben und immer erzählen, und dort ist ja dann das gesehen und dann haben wir dort das. Aber es hilft, glaube ich, auch, ist mir schon ab und zu so gegangen, in meinen 10 Jahren vielleicht, seit ich Comedy mache, dass, weil man eben so konstant das Nächste jagt und sucht und was weiß ich, dass man nicht sich verliert, aber dass man manchmal zum Teil gar nicht weiss, wo bin ich jetzt überhaupt, und irgendwie
eine gewisse Unzufriedenheit kann kommen, aus dem Nichts. Einfach weil es nicht gerade genau so weitergeht, ja, wie man es sich vorgestellt hat. Absolut. Und dann hilft es manchmal so ganz ein bisschen zurückzuschauen und zu sagen, hey, aber ist eigentlich auch schon recht geil, wo wir sind. Und das muss ich für mich sagen und das kannst du für dich ja noch viel mehr sagen. Ja, aber ich glaube, zurückschauen und sich an Sachen erinnern, wo man sich gut gefühlt hat oder wo vor einem selber Meilensteine gewesen sind, sind dann manchmal gar nicht die Sachen, die gegen aussen die Leute das Gefühl haben, das war sicher ein Meilenstein gewesen. Yeah. Sind dann oft ganz andere, ganz kleine Momente oder so. Etwas Persönliches. Ja, oder etwas Persönliches oder ein Moment, wo du einfach nicht auf einer Bühne rauf bist, sondern vielleicht ein Moment, wo du von einer Bühne runter bist und dich mal ganz anders gefühlt hast. Also, mhm. Es sind ja oftmals so die einsamen Momente, wo du zufrieden gewesen bist mit dir, wo du fast mehr zu einem Meilenstein werden, wenn du zurückschaust, als so den, wo ich vor so vielen Tausend oder den, yeah, so viel verkauft habe. Das ist ja dann nicht das, wo dann in so einem Moment, wo du dich scheisse fühlst, das ist, was dich wieder raufbringt. Also, yeah, dann, wenn ich mich scheisse fühle, denke ich nicht, ich stelle mir all die Leute wieder vor. Sie haben mich so toll gefunden. Jetzt geht es mir wieder gut. Ich meine, dann müsste ich nicht mit dir reden, sondern mit jemandem, den ich zahlen muss. Yeah. Und zwar auf die Stunde, sehr teuer. Dann hätten wir jetzt ein anderes Gespräch. Aber ich glaube, zurückschauen ist etwas, was bei mir auf der kreativen Ebene immer wieder passiert, wenn es um Live-Musik geht. Ich bin jemand, wo ich kann ein Konzert nie nochmal gleich machen. Mhm. Ich kann eine Tour nicht nochmal gleich machen. Ich spiele zum Teil jetzt Songs, also wir haben es jetzt ausgerechnet, es sind 298 Songs, die ich veröffentlicht habe in 20 Jahren. Das ist also eine abstruse Zahl. Ja, die zwei, die noch fehlen. Die zwei, jetzt komm, wir machen noch zwei Lieder. Hast du eine Giga und ich habe auch noch, haben wir etwas. Aber die kommen schon noch. Yeah. Und dann bist du oft eigentlich so im Kopf, in der letzten Tour, im letzten Programm, du schaust das Zeugs nochmal an, ich höre mir auch die Gigs an, ich nehme auch jeden Gig auf und nehme es dann auseinander. Und ich bin jemand, mir wird es so schnell langweilig, dass ich dann ein Lied, das ich auf der nächsten Tour wieder spielen will, ich kann es nicht nochmal gleich spielen. Yeah. Auch wenn die Leute es oft gerne nochmal genau gleich hätten, aber ich kann das einfach nicht. Bei mir wird es langweilig. Und darum bin ich dann eh der, wo wieder ändert. Und wenn du änderst, schaust du auf eine Art auch zurück. Weil du passest es ja an, du machst ja eine Entwicklung von etwas, wo du zurückschaust. Aber so wirklich, wo bin ich vor 10 Jahren? Also, weil ich habe ein extrem aufgeräumtes Archiv und weil wir jetzt natürlich in diesem Jubiläumsjahr auch viele solche alte Sachen vornehmen, Sachen zusammenschneiden von verschiedenen Live-Auftritten und Konzerten und Alben, dass man da dann auch mal so ein paar Sachen findet und denke, fuck, shit, schau mal. Der 25-Jährige Mann sieht aus wie 11, was ist da los? Also, du weißt zwar noch, wie es sich angefühlt hat, es fühlt sich noch an, als wäre es nicht 20 Jahre her, aber wenn du es dann wieder anschaust, yeah, fühlt es sich an wie aus einem anderen Leben. Das ist schon krass. Ja, vor allem, weil das eine ist ja die berufliche Entwicklung, sage ich jetzt mal, mhm, wo man eben, vor allem wenn du Sachen wirst und schön, mhm, schön strukturierst, kannst sehr gut mal schnell sagen, ich schaue jetzt ins Jahr 2009 zurück. Genau. Oder was auch immer. Mhm. Aber was ich immer merke, schon nur, wenn ich irgendwie den Kalender anschaue vor 10 Jahren. Hey. Und dann merkst du auf einmal, shit, das ist zwar ein anderer Mensch gefühlt, aber mhm, irgendwie, du kannst dich wie zurückversetzen und sagen, stimmt, das ist persönlich bei mir irgendwie gerade das abgegangen und irgendwie habe ich mich dort so gefühlt. Und es tut sich irgendwie schon, wie will ich sagen, es hat schon eine starke Connection, obwohl du nur aufs eine zurückschaust. Ja, weil in unserer Art von Beruf, wir tun ja uns gegen rauskehren. Ich meine, wir müssen so viel über uns nachdenken, wir müssen so viel reflektieren, es geht immer um uns. Es geht immer um uns. Wer bin ich? Was ist meine nächste Single? Was ist das nächste Cover? Wie sehe ich aus? Was ist... Also weißt du, es ist so Narzissmus, es ist ja so pur immer nur reflektieren, über sich nachdenken. Was andere Leute zu wenig machen, müssen wir von Beruf aus viel zu viel machen. Yeah. Und das kann einem ja manchmal so oft Nerven gehen. Und trotzdem ist dann jedes Mal die Entscheidung, okay, das bin ich jetzt wirklich. Das ist ja eine Entscheidung, die du jedes Mal triffst, wenn, mhm, du sagst, das ist mein Programm, jetzt in deinem Fall, oder das ist meine erste Single. Ich habe jetzt 2 Jahre Musik gemacht, 80 Songs geschrieben, und jetzt muss ich es auf 15 Songs runterbrechen. Und welches ist die erste Single? Sprich, was ist jetzt? Was bin ich jetzt für die nächsten 6-7 Monate? Mhm. Oder wie heisst das Album, wo mich definiert für die nächsten 2 Jahre? So heisst auch Tour. Also es sind ja also, sind so weitreichende Entscheidungen, wo du immer wieder musst treffen. Und darum sind all die Entscheidungen retrospektiv, wenn du sie so aufgeregt anschaust, einfach wie Tagebucheinträge. Darum kannst du zum Teil das Bild anschauen, das Cover dort, und weißt ganz genau, in dieser Zeit
habe ich mich so gesucht und nicht gewusst, wer ich bin. Yeah. Leck, kann ich dort eigentlich das und das sein, bin ich aber gar nicht. Und, ja, da bin ich. Das ist eine gute. Also, yeah. Es ist halt dann einfach viel näher an der Persona dran und an dem Gefühl, wie es halt auch ein bisschen Psychiaterersatz ist, wie es auch viel, viel Therapie mit sich bringt, wenn man von morgen bis am Abend das, was man ist, verarbeitet und halt in die Kunstform einpackt und sie dann rausdreht. Yeah. Und wenn man es dann so aufgereiht anschaut, ist es schon auch wie ein. Ja, es ist einfach wirklich wie ein Erinnerungsalbum, wo man durchblättert. Ja. Yeah. Wo hast du gesehen, dass du dich suchst? Boah, oft. Hey, ich bin im Fall der Sucher und ab und zu Finder, yeah. Aber sicher immer der Sucher. Weil, wenn ich etwas gemacht habe und ich komme an den Punkt hin, wo ich es gut finde, dann bin ich schon mal sehr entspannt, weil es geht immer ein Zeitchen, bis ich wirklich finde, jetzt finde ich es geil. Mhm. Sei das ein Video, sei das ein Foto, sei das ein Konzert oder ein Lied oder ein Text, ist völlig egal. Ich wäre oft froh, ich hätte nicht ganz solche Ansprüche. Also ich bin eigentlich mein mühsamster Kritiker, ganz klar. Der Fan 1, ich, der mühsamste von allen. Und wenn man so den jedes Mal wieder neu überzeugen will, und wenn man etwas gemacht hat, Ich sehe in Kunstform jeglicher Art sehe ich den Sinn von Repetition nicht. Yeah. Wenn jemand kommt und sagt, hey Lisa, das ist so ein schönes Lied, mach doch nochmal so eins. Mm-hmm. Dann sage ich, lass es doch einfach nochmal. Where's the point? Also weißt du, warum? Yeah. Und darum bin ich auch immer jemand, der immer wieder neues Zeug ausprobieren muss, wo mir durch das auch immer wieder, ich stelle mich durch das natürlich immer wieder vor neue Probleme, weil dann, wenn man mich mal hätte schubladisieren können, oh nein, jetzt hat er wieder etwas anderes, Mann, das ist so mühsam. Und so geht es mir ja auch. Ich finde es sehr mühsam. Und darum, wenn ich jetzt so in meine Geschichte anschaue, hat es sehr viele Momente, wo ich finde, wow, da bin ich verdammt am Suchen. Aber bei jeder mühsamen Suche, die ich erlebt habe, habe ich auch immer wieder gefunden. Und das macht in der Endabrechnung dann doch ganz vieles, wo ich stolz drauf bin und wo ich auch mittlerweile kann sagen, hey, look, ich habe so viel dafür lernen, weil ich habe in diesen 20 Jahren immer auch Menschen gesucht, die viel besser sind als ich. So ein bisschen in einem Raum sein und ich bin der Schlechteste von allen. Das ist eine Position, die ich sehr gerne habe. Das ist eine Position, die ich auch immer wieder mal suche, weil dort muss ich einfach über meine Grenzen raus. Dort kann ich am meisten lernen, dort kann ich am meisten rausziehen, profitieren. Und das sind auch retrospektiv, wenn ich so anschaue, die Momente, wo ich finde, das hat mich geprägt. Das, von da habe ich immer noch ein paar Ecken und ein paar Kanten mitgenommen, wo mir heute noch etwas bringen. Ja. Von da habe ich mehr Abwehrkraft, da bin ich kaltschnäuziger geworden, da bin ich sicherer geworden. Weil ich bin von Haus aus nicht ein extrem selbstsicherer Mensch, sondern muss es weh mir selber durch Leistung beweisen, dass ich das darf. Ja. Und erst dann habe ich wie für mich das Recht, ja, es ist okay, du darfst das machen. Und darum ist der Kampf mit mir und gegen mich selber meistens der schwierigste. Das ist das Grundprotestantische, was ich auch in mir habe. Es ist wirklich so, du musst eigentlich... So nervig! Es ist so nervig, ey. Mittlerweile kann ich wenigstens sagen, dass es nervig ist. Lange habe ich nicht mal das können. Du kannst nicht auf die Dose sitzen und sagen, ja, voll geil. Sondern es muss immer irgendwie, es muss gefühlt ein Weg vom Leiden gesehen sein, damit man überhaupt kann sagen, es ist okay. Aber ich glaube, was mir dann hilft im Gedanken, ist eben einerseits, klar, das Aussprechen, es ist nervig und es ist so. Ja, habe ich lange gebraucht, ja. Nur schon mal für das. Aber ich glaube, es sind ja dann wie zwei Sachen, in dem Fall bei dir jetzt. Einerseits, du hast das Streben nach immer noch besser zu werden, immer noch weiter zu gehen, Sachen neu zu machen. Und ich glaube, das behaltet einem irgendwie gesund im Kopf, weil wenn du einfach zufrieden wärst und du würdest dann so lassen, dann... Also ich hätte nichts gegen zufrieden sein? Nein, period. Nein, ich meine so, so wie du es machst, ist jetzt einfach, so ist es jetzt, voll genau. Geil. Dann habe ich das Gefühl, nimmt das mit der Zeit immer mehr ab, dass du dann irgendwann in so einem Sumpf von Unzufriedenheit bist, weil einfach... Es ja, ist auch, das, auch da, das wäre für mich genau der Weg. Wenn ich jetzt würde zwanghaft versuchen, mich zu stoppen, mich zu bremsen und zu sagen, hey, es, das bist du, es ist jetzt gut, mach das jetzt einfach mal 5 Jahre und nicht wieder, yeah. Schon wieder etwas Neues, schon wieder etwas, nimm es mal easy, chill sie mal. Bei mir würde es miserable
dort enden. Also, yeah. So wie es du beschrieben hast. Aber es gibt natürlich schon auch Künstler und Kunstformen und Leute, die ihren Ausdruck zum Beruf machen, in welcher Form und Art auch immer, die durch es immer gleich machen, so eine Selbstverständlichkeit bekommen, so eine Kaltschnäuzigkeit, so eine, ja, ist mir doch gleich. Was eben auch ein hure geiler Sexappeal kann, was eben auch hure attraktiv kann sein, wegen, ist dir gleich, hä? Also, und das ist schon auch etwas, was ich extrem, wo ich auch bewundere, wenn jemand so eine Gelassenheit, die mir oftmals dann ein bisschen fehlt, die Gelassenheit, wenn das jemand so extrem hat, dass er es einfach nochmal gleich macht. Und das ist ihm fast schon gut. Das ist schon etwas, wo ich auch ein bisschen bewundere. Darum, es gibt Leute, die sind mit etwas, wo für mich, wahrscheinlich wäre es mein Untergang, ich würde wahrscheinlich, weiß auch nicht, sofort 20 Jahre altern und am Stock gehen. Und für andere ist das genau das Richtige. Und ich habe auch das Gefühl, das kannst du wie nicht pauschal ausdrücken. Oder ich glaube, wenn der Mensch in einer Art von künstlerischem Beruf, eben vom Lehrer, der vor Leuten steht, bis zum Maler, also wirklich jeder, der sich und etwas muss präsentieren, mit Liebe im besten Fall. Ich glaube, der muss es einfach so machen, wie es für ihn stimmt, dass er noch leuchten kann und dass es noch sprühen kann. Und da gibt es wirklich keine Regeln. Und wenn man anfängt, das nach einer Regel zu machen, dann, glaube ich, wird jeder miserable. Egal, ob er so durch ist wie ich oder ob er ein bisschen gelassener und ein bisschen chillter ist. Aber wenn man die Regeln von malen nach Zahlen, Kunst nach Zahlen, Ich glaube, dort ist eben auch der Moment, wo es die Leute sofort durchschauen. Sie können nicht sagen, was es ist, aber sie finden es einfach nicht mehr geil. Genau, irgendetwas ist komisch, so, weil es einfach wirklich genau nach denen... Hey, das wäre es nicht mehr gleich gut gewesen. Ja, Marlies. Irgendwie. Aber eben, ich glaub, das ist dann auch der andere Faktor, dass weil du konstant vorangehst und irgendwie eben sagst, ich mache es jetzt nicht 5 Jahre so, also jetzt machen wir das. Ja, ich wäre froh, wenn ich es 2 Jahre nicht mache. Ja, oder auch 2 Jahre. Dann behaltet es das aber auch für die Leute frisch. Weil ich zitiere immer den Josef Harder, der sagt, bei jeder Show will er die Erwartungshaltung der Leute ein bisschen enttäuschen. Weil wenn sie genau das kriegen, was sie wollen, dann haben sie keinen Grund mehr, zum wiederkommen. Hey, ich unterschreibe jedes Wort. Yeah. Und wenn du mich fragst, an welches Konzert willst du gehen, dann sage ich immer, an das, wo ich wieder gehen will. Yeah. Und wenn ich nach einem Konzert wirklich das Gefühl habe von, es war gut, habe ich gesehen, alles geil war, dann ist das näher an einem Kinofilm. Yeah. Weil, wenn gehst du den gleichen Film im Kino 2-3 Mal schauen, kommt eher selten vor. Mhm. Und wenn du an einem Konzert oder an einer Comedy oder egal, einfach an einer Darbietung jeglicher Art, nicht das Bedürfnis hast, dass du neben dem Inhalt auch noch willst, zu dem Mensch und zu den anderen Menschen, die da sind, zu dem Gefühl, in die Community reinstehen, das spüren, jedes Detail, das in dem Moment eine Rolle spielt, ob der Abend gut ist oder nicht. Yeah. Wenn du nicht wieder dorthin willst, weil eben du nie ganz genau weißt, ist es nochmal gleich wie gestern. Mm-hmm. Und das Schönste, und das ist der Grund, warum meine grossen Vorbilder Prince in Sting, auch ein Stevie Wonder, dort bist du an einem Konzert und dann gehst du raus und siehst das der absolute Laie, wo auch aus den gleichen Gründen geht, weil Musik ist Luft, die sich bewegt, wo da etwas bewegt oder nicht. Mhm. Da können alle Musik-Nerds und Jazz-Polizisten diskutieren, was er will. Wenn da nichts passiert, dann bringt alles andere auch nichts. Wenn du dann rausgehst und du bist dir nicht ganz sicher, welcher Teil war jetzt abgemacht? Und wo ist man raus? Wo hat man den Plan verloren? Oder ist es wirklich alles so? Mhm. Ist das Mond wieder ausgesprüchtet? Ist das wieder? Dann habe ich das Bedürfnis, ich muss nochmal gehen. Yeah. Und wenn du das nicht erreichst, dann finde ich, dann ist für mich als Konsument das in die Berechtigung, kann ich das auch daheim auf VHS schauen. Vor allem. Nein, aber ich glaube schon, ich denke auch immer, das Studioalbum, so, wenn ich das los und so denke, schade, es ist leider nicht so, wie wo ich es live gesehen habe, dann denke ich, ist die Live-Show geil gesehen.
Also dann haben sie etwas richtig gemacht. Das ist nicht ein Kompliment, das ist nicht eine Kritik als Album. Richtig. Das ist ein Kompliment an Gig. Genau. Weil das ist das müsste meiner Meinung nach der Standard sein. Yeah. Wenn ein Konzert schlechter ist als ein Album, das heisst nicht, dass das Album einfach nur hure gut ist, sondern yeah. Das heisst, der Gig war nicht so gut. Das verwechseln viele Leute. Ja, das muss besser sein. Wieso soll ich denn gehen? Richtig. Ich habe ein Album daheim. Yeah. Dann könnte ich mir, weil das habe ich schon, habe ich schon bezahlt. Kann ich das nochmal lassen und kann daheim ein Gläschen Wein trinken. Das ist genau das, was ich immer denke. Das ist genau das, was ich immer denke. Weil das Gefühl, das kannst du einfach nie mehr draufpressen. Das kannst du nie mehr. Ich meine, wir haben es die letzten zwei Jahre gesehen, yeah. Wo man gemerkt hat, über irgendwelche, was alles gestreamt worden ist, was man alles versucht hat, die Energie von Live-Musik irgendwie in 2D über welche Devices auch immer in die Wohnzimmer zu streuen, das funktioniert vielleicht mal für einen Song, wenn man es verpackt in eine Geschichte und weiss nicht was und Rampen und Aufbau, aber nur schon eine Viertelstunde am Stück, einfach nur das, was ein Konzert sonst längstens langt für Emotionen, funktioniert nicht. Nein, vor allem, funktioniert nicht. Es wird es auch nie. Vor allem, ich habe dort auch gedacht, also schon nur, wenn du die Musik anschaust, ich habe gedacht... Es ist geil, wenn du die Musik anschaust. Also nein, aber... das ist das Problem! Als Konzept. Ah, okay, als Konzept. Dass, wenn jetzt irgendwie eben ein Song oder ein Livestream oder was weiß ich, das hätte es auch schon besser gegeben, denn nur mit dem Gedanken, dass man irgendwie... Ich weiß nicht, wie die heißen, aber es gibt, weißt du, so Acoustic Sessions in Amsterdam. Genau, oder Tiny Desk, ja, genau, NPR. So Zeug ist geil. Wo wirklich halt einfach klar ist, wir machen jetzt 2-3 Songs auf einem Bötli, auf einer Gracht. Genau. Und oder, that's eben, it. Oder eben in der Bibliothek drin. Genau. Huren tiny, huren cool. Aber ganz ehrlich, auch nicht 90 Minuten. Nein, aber das sind nur 2-3 Songs. Und für das muss man sich sogar dann noch richtig viel überlegen. Und es muss noch speziell sein und es muss noch ein optischer Reiz sein und es muss noch ein konzeptioneller Reiz sein. Und wenn das alles richtig definiert hast, dann hast du irgendwann mal den Clip gemacht, aber den hast du sicher nicht in den 2 Jahren gemacht, wo Corona gesehen sind. Weil das ist ja alles so notgedrungen gesehen. Und also in der Comedy ist das Gleiche. Es hat Shows gegeben in leeren Theater vor niemandem. Ja, vor allem, was ich mich bei euch immer gefragt habe, wenn ich in die maskierten Köpfe spiele, das ist ja schon scheiße. Das meine, geht aber. Wie du siehst, sie eh nicht groß, es geht mit ums aber, Hören. Aber wenn du das Lachen nicht siehst, ich habe mir das immer. Yeah. Ich bin Stand-up-Comedian, durch und ab, ich bin wirklich so Netflix-Stand-up-Junkie, yeah. Ich schaue mir wirklich alles an, jetzt ein grosses Hobby, seit ich klein bin. Halt mit Raw und Delirious, Eddie Murphy angefangen gross werden, yes, oder das yes. Hero, dort hat alles angefangen für mich. Und in dieser Zeit, aber du siehst ja das Lachen gar nicht. Also es ist ja irgendwie, wenn du das nicht siehst als Comedian, ist es nicht hure verschissen. Es ist immer... Willkommen in meinem Podcast. In einem Comedy-Club, weißt du, so amerikanisch, wo irgendwie eigentlich eine U-Shape hat von den Leuten und so, und Crowdwork willst du machen mit den Leuten, dann kann ich mir das nicht geil vorstellen. Meine Erfahrung jetzt ist gesehen, Kanti Wohle habe ich jetzt gerade gespielt. Mhm. Ich sehe dort die Leute eh nicht. Ah, okay. Also weißt du, weil es ist halt wirklich, du hast die Scheinwerfer, du bist weiter oben. Klar. Das heißt, du siehst einfach so eine kleine Masse an Köpfchen, aber du siehst nicht gross wie die. Ob die jetzt, sondern du musst dich darauf verlassen, dass du das Lachen hörst. Du musst es hören, ja. Und darum ist das eigentlich okay gewesen. Ich habe mehr das Gefühl, manchmal ist es halt wirklich ein Stimmungs... Also nicht Killer, aber es ist schon... Vor allem der Alkohol ist schon entscheidend. Es ist einfach nicht convenient. Genau. So quasi Joke haben, ein Level haben, aber du wirst das Level nicht mehr gross können steigern. Ja, und vor allem wie sonst, wenn die Leute ein bisschen lockerer werden. Genau, wir vergessen, meine, was in unserer Branche wichtig ist und vor allem was auch in der Schweiz wichtig ist, ist auch wieder der Austausch. Dass der Austausch innerhalb des Abends stattfindet, indem es eine Pause hat. Die Leute gehen raus, nehmen noch mal etwas zu trinken, frischen sich auf, können aufs WC gehen. Du hast irgendwie noch, sie tauschen sich untereinander aus. Wie hast du das jetzt gefunden? Sie reden mit den Kollegen, das war schon lustig, und reden noch mal über das. Und manchmal kann es ja sein, dass du nach einer Pause, ich habe ja oft mache Konzerte, wo gestuhlt sind, um immer wieder mal meine Dramaturgie wieder über den Haufen zu rühren und mich wieder irgendwie frisch müssen aufzustellen, weil es halt eine Vorstellung mit Pause und die Leute sitzen oder ohne Pause und die Leute stehen, sind zwei verschiedene Sportarten. Yeah.
Komplett. Das kannst du fast nicht vergleichen. Und wenn du die Pausen aber nicht hast und es an einem gestuhlten Konzert und du hast den Austausch nicht mehr, manchmal, du weißt, wie es ist, kann nach einer Pause den Abend komplett einen anderen Drive aufnehmen. Einfach, weil sie sich abgestimmt, dass sie es alle gut finden. Mhm. Sie haben sich schnell untereinander abgesprochen. Es ist ein kollektiver Entscheid. Ja. Hey, ich darf jetzt noch viel lauter sein, weil die anderen erlauben mir das auch, weil sie finden es alle gut. Yeah. Weil der Schweizer will ja das auch. Er will sich ja dann auch mal absichern. Genau, dass, muss bestätigt sein. Natürlich. Muss bestätigt sein, ja, in der Meinung. Versicherung haben wir erfunden. Das kommt nicht von ungefähr. Ich habe vorhin als Filmkritiker geschafft. Fragt mich nicht warum, aber es ist halt so gesehen. Für Martin, Virus. Warum? Keine Ahnung. Es ist irgendwie einfach... Hey, also ist das ausgeschrieben gewesen in der Tierwelt? Nein, nicht wirklich. Sondern irgendwie der eine Kollege hat gefunden... Watch mal, und dann haben wir irgendwie so einen Testlauf gemacht, und dann haben sie es irgendwie alle geil gefunden und danach haben wir das weitergezogen. Ja, wirklich? Ja, aber es ist halt Virus gesehen. Also weißt du, halt eben, irgendein junger Dude, der Film gut geschaut und dann erzählt, wie er es findet. Sensationell. Ja, so. Aber was richtig geil war, ist, du gehst halt irgendwie um 10, 11 Uhr am Morgen gehst du einen Film schauen. Weißt du, wo du sonst nie gemacht hast? Pressevorführung. Du hast zum Teil auch Filme gesehen, wo du sonst nicht würdest aktiv gehen. Ja, genau. Geschweige denn morgen um 10 Uhr. Und geil ist gesehen, dass dann mit den anderen Journeys hast du immer so eine graue Eminenz gehabt. Und hast wirklich können, so, weißt du, nachher draussen stehen sie irgendwie noch rum. Und es sind alles verschiedene Journeys, verschiedene Kritiker von verschiedenen Zeitschriften und Blättern und Radios. Und dann wird es eine Tuchfühlung, oder? Und dann ist wirklich so ein bisschen so, ich habe es eigentlich nicht so schlecht gefunden. Und dann hat es irgendwie die graue Eminenz, nein. Schlechte Dramaturgie, Schauspiel, Dialog. Vielleicht auf den Anfang habe ich nicht so, schlecht, aber der Rest ist wirklich... Und dann hast du können, bei der Person, die zuerst gesagt hat, ich habe es nicht so schlecht gefunden, hast du können nachher nachlesen, wie scheiße es gesehen ist. Das ist richtig geil, weil einfach eine eigene Meinung bilden ist super schwer. Ja, und vor allem, das hat natürlich bei uns auch damit zu tun, die Schweiz ist sehr klein. Dann sind wir noch unterteilt in nochmal eigene Felder, nur schon aufgrund von sprachlichen Begebenheiten. Yeah. Wir sind per se neutral. Das heisst mathematisch gesehen schon mal, wir haben keine Meinung, weil wir sind neutral. Was findest du? Wir machen hier nicht mit. Yeah. Also so diese Art, und das hilft natürlich grundsätzlich nicht an einem Konzert, an einer Veranstaltung, in einer Kinovorstellung, die voll ist. Es gibt noch kein Konsens und noch keine allgemeine Meinung über das, gibt es noch nicht. Und einfach aufstehen, unbetrunken, aufstehen und sagen, finde ich voll geil! Yeah. Das macht der Schweizer fast nicht. Steht auf. Steht sonst niemand auf. Ich muss aufs WC, wegen dem stehe ich nie auf. Also weißt du, und also der mit dem, darum haben sie auch Vorgruppen, haben sie in der Schweiz so schwer. Yeah. Wenn du, das ist also eine lustige Anekdote, die ich für Fanta 4 zwei Jahre lang eröffnen in Deutschland als Vorgruppe. Und dann hast du den Unterschied von diesen zwei Mentalitäten gespürt, genau anhand von diesem Beispiel. Dass der Schweizer schaut aufs Billett, das er gekauft hat, mit seiner teuren Zeit und mit seinem teuren Geld. Am 8. will das an. Da spielen die AC/DC, die wollte ich sehen. Vorher ist Surprise, Dörf, Nummer. Kenne ich nicht. Du, dann komme ich auf die 5 vor 8, die vorher brauche ich nicht. Yeah. Oder wenn ich schon am Viertel von dort bin, nehme ich noch hinten eins oder einfach nur schon per se, ich kenne es nicht. Also ich will meine Zeit nicht für das geben. Also ich komme dann, wenn das kommt, wo ich habe das nicht zahlt. Ich komme dann. Und der Deutsche ist genau umgekehrt. Der Deutsche geht, was, um 7? Noch was anderes? Das kriege ich noch umsonst oben drauf. Ich komme um 6:30 und ich will das. Was, das kriege ich auch noch? Da bin ich dabei. So. Und das ist so andere Mentalität. Und das ist das, was uns in dem Moment, wo man sich entscheiden müsste, gefällt es mir. Unabhängig davon, ob es allen anderen gefällt. Yeah. Das ist für uns Schweizer mega schwierig. Das kannst du fast nicht. Yeah. Aber es ist einfach auch so, weil es ist sehr unpopulär, sich zu blamieren, allein hinzustehen oder der Einzige mit dieser Meinung, weil wir halt einfach so klein sind. Du kannst ja als Zürcher auch nicht sagen, ich gehe auf Bern so hart durchgehen und kotze über alle Ecken. Das kennt mich niemand. Die Chance, dass sie irgendjemand kennt. Das ist aber auch schon passiert. Also. Ja. Aber du weißt, was ich meine. Du kannst fast nicht anonym. Nein, logisch. Aber ich meine, wenn einer in Hamburg, der kann einfach auf München runter und die Chance, dass er irgendjemand kennt, ist eigentlich gleich null. Absolut. Und du hast viel mehr Chance am Abend, ich
drehen jetzt einfach durch und bei uns sind so die Firmenfest so halb zehn. Das will niemand, weißt du? Niemand will sich blamieren, es will niemand der sein, der auf dem Tisch und es will niemand. Und das hilft einfach in dem Moment, wo man eine Meinung hat, nicht, aber es ist auch verständlich. Mir ist das gefallen, ich habe gerade in den Sinn gekommen, wo du das erzählt hast. Meine Mutter ist großer Gospel-Fan. Ja? Und das erzähle ich sogar im Programm. Wir sind dann mal in New York, sind wir in Harlem, sind wir original Gottesdienst schauen. Das hast du ein paar Mal gemacht, das ist grossartig. Effektiv kein Tourstopp gesehen von diesem Bus, sondern die haben uns nicht oft abgeladen, weil meine Mutter gefunden hat, sie will das sehen. Mhm. Und die haben uns auch nie mehr geholt. Und das ist so 90s in Harlem. Sind wir dann einfach so, meine Schwester, meine Mutter und ich, Ewigkeiten. Auf jeden Fall sind dann irgendwann die Harlem Gospel Singers sind dann auf Tour gegangen und sind auch auf Basel gekommen. Und meine Mutter hat gesagt, voll geil, das gehen wir schauen. Mhm. Und dann ist sie natürlich dort abgegangen wie Sau. Ja, natürlich. Und ist aufgestanden und hat geklatscht und so. Und hat sich dann aufgeregt ab den anderen Menschen, die sich ab ihr aufgeregt haben, weil die so dort gesessen sind und so gefunden haben, wir wollen jetzt die Show geniessen. Ja. Da hat es Menschen, die Spass haben. Ja. Das kann ja gar nicht sein. Könntest du bitte aufhören, Spass haben? Ich habe für das gezahlt. Du störst. Genau, du störst. Du störst mit deiner guten Laune. Ja. Das ist schon krass. Ja, das ist wirklich, das ist etwas, wo ich immer wieder beobachte, dass wir einfach wir werden nicht gezüchtet, um wirklich unsere Gefühle zu zeigen, geschweige denn darauf zu hören. Also und auch, weil bei uns ist es, jetzt zum Jubiläum zurückzukommen, das ist etwas, wo in der Schweiz, glaub, wieso nie? Ich meine, wenn ein Coiffeurladen, wenn es den 3 Jahre gibt, macht er das 3-jährige Jubiläum mit 1000 Ballonen und einem Banner raus dran. Also wie viel mal Jubiläum, also das ist ja unglaublich, weil dann einfach der Schweizer per se mal denkt, du, der macht das auch schon lange, so schlecht kann das gar nicht sein. Du, das ist, bravo, der muss etwas. Also weißt du, so, das ist eine Zahl, das ist ein Beweis, yeah. Du musst ja nicht, das ist kein Geschmack, ist nicht dein, du musst nicht aufs Herz hören, du musst nicht auf deine Meinung oder auf dein Gefühl hören, sondern du kannst, das ist ein Beweis, oder? Der hat ein Proof of Concept. Stimmt, eigentlich das ist nur die Zahl, nur die Jahreszahl. Genau, die Jahreszahl bedeutet, wenn der das schon so lange macht, kann das so schlecht nicht sein. Ja. Und ich erzähle immer wieder die gleiche Geschichte, die ich liebe und wo ich mich ab mir selber sehr aufgeregt habe, dass mich das so beeinflusst. Ich habe mal ein Konzert erlebt, Basel gewesen. Oh. Volkshaus. Ein super Konzert gewesen. Ich habe es eigentlich verkackt. Weil bei der vierten Reihe ist ein Mann, ich glaube etwa 2,80 Meter gross, dementsprechend sichtbar. Yeah. Wir nennen den jetzt mal Turm. Und der Turm ist wirklich so dargestellt. So. Ohne Scheiß, wirklich. Ab dem ersten Ton. Und du hast so, dann in deinem Kopf gehen so die Filme ab mit, hey, der müsse kommen, yeah, weil seine Freundin ihn zwingt. Oder, und das Schlimme ist, du siehst nur den. Hat er eine Wette verloren? Oder weißt du, was dir alles während dem Konzertieren durch den Kopf geht? Warum ist der Mann noch da, wenn er so scheiße findet? Gang doch! Yeah. Und dann, weißt du, er nicht klatscht, nicht. Und du singst dann eigentlich nur noch den Turm an und willst nicht knacken. Und du willst rausfinden, was ist eigentlich mit dir? Und dann fährst du dann von löschen, versuchst irgendwie einen schwarzen Punkt drauf zu machen. Weißt du, ganz schlimm. Und dann ist der nach dem Gig am Merchstand, Autogramm. Kommt der so. Das war einer der wunderschönsten Übungen, die ich jemals erlebt habe. Danke vielmals. Und du denkst so. Aber es ist immer so. Wie siehst du aus, wenn du traurig bist? Ja. Das ist meine Frage. Wie, und das ist etwas, wo halt so. Ich darf mich da ja auch nicht als Beispiel nehmen. Ich bin so nur ein Spacecake. Und, und andere zeigen es halt einfach nicht so. Man darf das auch nicht voraussetzen, dass das jeder macht. Und ich lasse mich immer sehr stark von dem irritieren. Ich schaue und wenn ich nichts spüre, habe ich das Gefühl, leck, du findest das ja richtig scheiße. Ich muss das manchmal richtig ausblenden. Und das finde ich krass, dass es wirklich am Schluss ist es aber nur dein Problem als Performer. Mies. Und mein Problem als Performer. Mies. Alles andere ist wirklich. Und der Rest vom Publikum hat ja auch noch mitgezahlt. Eben. Weil ich habe ja nur noch für den Turm gespielt. Ja. Eigentlich hat er es ja mega cool gefunden. Ja. Hat es wunderschön gefunden. Ja, darum umso schöner. Hat einfach ausgesehen wie irgendwie ein Tränenmeer auf bald 3 Meter. Aber es hat einfach mich so verwirrt und so aus dem Zeug rausgebracht. Also das Zeug rührt mich völlig aus dem Konzept. Vor allem, weil ich kann nachvollziehen. Weil dein Standard ja einer ist, wo so oft erlebe ich das auch, du spielst nicht mehr und das ist
es ist jetzt nicht die gleiche Stimmung wie niemand anders. Und du hast aber natürlich den Pegel und das Level und so weiter von niemand anders. Dann ist es heikel, dass du nicht zu fest an der Tombola drehst. Genau. Dass du nicht zum Marktschreier und ja, Gurkenschneider muss jetzt weg, oder? Muss jetzt auch so sein. Ja. Nein, das ist im Fall die Energie in diesem Raum so, passt zusammen. Weil ich kann mir ohne das Vorwissen vom Abend vorher dir. Du musst auch nullen. Du musst dich jedes Mal wieder nullen. Weil ich gehe Kolleginnen schauen und habe es super oben. Und ich meine, ich arbeite in diesem Bereich und finde es grossartig. Und dann hat sie gesagt, boah, heute ist die Stimmung aber scheiße gesehen. Und sie sagt es nicht aus Koketterie. Nein, überhaupt nicht. Und auch weil es irgendwie posche Arschlöcher sind, sondern einfach... Weil es für ihr Verhältnis so gesehen ist. Und ich so, was? Ich habe das nicht mal gemerkt. Und, ja. Oder nur schon, weil es leisliger ist, weil die Akustik anders ist. Oder seit gestern war es ein Samstag, heute Sonntag, morgen müssen wir wieder arbeiten. Yeah. So, es gibt ja tausend Gründe, die dann einen Abend lauter oder leisiger machen. Aber die Intensität darfst du nicht einfach voraussetzen. Oder? Das ist frech. Das ist anmassend eigentlich. Und du hast vorher gesagt, wo der Support bei Fanta 4 gespielt hast. Ich habe ganz klein eine ähnliche Erfahrung, dass, wo ich das erste Mal in Deutschland gespielt habe, habe ich dann gemerkt, dass das tatsächlich so ein Unterschied ist, von eben der Mentalität. Also es ist ja zum Teil absurd. Weil völlig absurd. Du gehst nachher raus, in meinem Fall, mich kennt kein Schwein dort. Und ich finde, Foto, einfach falls in 15 Jahren vielleicht irgendwann mal neben einem Plakat von mir hängt, haben sie ein Foto mit mir daheim. Und die Schweizer sind genau das Gegenteil. Sie sagen, ja, so ein Foto mache ich sicher nicht. Was, bin ich dumm oder was? Es ist ja nur ein Schweizer. Also weißt du, es ist ja für uns, wir kennen die Art und Weise, dass du ein Plakat anschaust und siehst einen Namen und einmal in Klammern steht UK. Und denkst, oh, der kommt aus England. Ja, yeah, ja. Yeah. Hey, das muss ja gut sein, hä? Verreckst. Und dann steht noch hinter da, since 8 years. Ja. Dann findest du, oh! Genau, just had a Jubiläum. Das ist etwas, das immer funktioniert, oder? Der Prophet im eigenen Land, schwierig. Yeah. Aber es hat auch etwas mit der Grösse zu tun, weil die Chance, also auch, weil wir nicht so viele Fallbeispiele haben. Also, ich meine, schau Frankreich an, schau Deutschland an, was da nur schon in der klassischen Musik grundsätzlich, Dichter, Denker, was da in allen Kunstbereichen in den letzten 150 Jahren für unfassbare Türme gebaut worden sind, die natürlich alle wieder etwas aufreißen. Yeah. Ich meine, ohne Roger Federer würden weniger Menschen Tennis spielen in der Schweiz und der Sport wäre weniger so angesehen, wie er ist. Und solche Roger Federer haben wir halt nicht in so vielen Bereichen. Yeah. Und in unseren halt einfach wirklich nicht. Nicht wirklich. Also in deinem Bereich ist, sagen wir jetzt mal, leider hat noch der Emil ist immer noch etwas, wo einer von den ersten grossen, wo es wirklich auch über Grenzen hinaus geschafft hat. Und ich glaube, es hat auch etwas zu tun, dass wir aufgrund von der Größe immer die Chance haben, eben wie wir vorher gesagt haben, dass du jemand anderen kennst, du willst dich nicht blamieren, du willst nicht peinlich sein, du willst nicht aus dir rausgehen zu fest. Der Moment als Teenager bei den Feds, bis der erste zu besoffen ist und einfach in die Mitte stürchelt und alle sagen, ja, das nehmen wir als Tanzen. Das war Tanzen gewesen, wir dürfen die zählen. Yeah. Einfach, weil niemand will der Erste sein. Es will niemand der Erste sein, weil als Erster kannst du einfach auf die Fresse fallen. Das stimmt. Darum fühle ich mich, als ich den Büssi auf Mallorca besucht habe, ich gesagt, darum fühle ich mich am Ballermann so wohl. weil auf, du weißt, 70% da sind sicher besoffener und dümmer als ich. Ja, sensationell! Sensationell! So, also kann ich mein Level auch schön absenken. Aber ich war natürlich nie so Kaufleute. Nein. Aber ich muss aber auch sagen, dass das Konzertverhalten, das Publikumsverhalten von Deutschen ist nicht einfach nur per se besser als vom Schweizer. Das würde ich so nie sagen. Aber ich finde, der Schweizer ist am Schluss genauso laut wie der Deutsche von Anfang an. Yeah. Und dafür, wenn du es dann in der Schweiz so hinbringst, dass die Stimmung dann wirklich dort ist, ist es eine Wertschätzung, wo noch über, wir wollen jetzt einfach feiern. Bei den Deutschen ist es oftmals, es ist Feierabend, wir wollen jetzt einfach Party machen, wir gehen jetzt einfach ab. Aber bei den Schweizer ist es schwieriger, dass du es hinbringst, aber wenn du es hinbringst, hat es einen viel höheren Wert. Ja. Wo dann aber auch, wo nicht vergessen wird. Ja. Das sind dann auch Leute, die kommen nach 6 Jahren wieder in die gleiche Location und sagen, damals bin ich auch, das war der Wahnsinn, super. Und dann fängt es, aber wenn du wieder dort spielst und du hast so aufgehört,
dann fängt es beim nächsten Mal am Anfang nebeneinander an. Yeah, also du kannst etwas aufbauen. Und das ist ja so, wie wir sozial funktionieren. Bei uns ist ja auch nicht so, wenn du an der Bushaltestelle irgendjemandem sagst, hey, geile Schuhe, dann sagt der Schweizer, wieso willst du sie klauen? Oder was willst du? Kennen wir uns? Kennen wir uns? Also du kannst ja nicht einfach, fast nicht mit irgendjemandem Fremdem einfach ein bisschen Smalltalk machen. Du musst ja... Super weird. Also, auch irgendwie fast im Bus. Prüfung, also musst man noch zum Geburtstag gratulieren, es gibt noch so ein paar Rules. Und dann bist du mal mein Kollege. Und also das heisst, beim Konzert, bei einem Publikum ist das Kennenlernen, dass die Affäre bis zu einer Beziehung wird, das braucht lang in der Schweiz, aber wenn, dann ist es wirklich echt und dann hebt es auch. Dann kannst du es fast nicht zerstören. Ja, ich glaube auch, Schweizer haben eine viel stärkere Loyalität. Es geht viel länger, bis sie sagen, zu dir habe ich, aber dann, zwei, aber dann ist es so. Dann ist es richtig strong. Yeah. Das ist ja der Grund, warum man oft mit dem Ami Mühe hat. Weil der Ami schon, hey, yeah, you go to my place, yeah, no problem, you're awesome, man, that's awesome, it's awesome. Und der Schweizer, ja, findest du das jetzt wirklich? Kann ich jetzt wirklich? Also weißt du, wir sind halt oftmals hart überfordert mit dem, wenn jemand einfach in den ersten 3 Minuten dir seine Hausschlüssel gibt, sagt, ja, kannst du mein Auto haben, kannst du nicht zu mir heim. Und wir sind halt einfach gerade das Gegenteil. Vor allem stimmt es ja dann auch oft nicht. Also nein, vor allem ist ja wirklich die Person, die dir heute sagt, you're awesome und das und Zeugs und Sachen, die kann dich morgen wieder sehen und hat keine Ahnung, wer du bist. Also, weißt, aber finde ich wieder awesome. Aber ich weiß, der Charlie und ich sind in L.A. Natürlich. Und genau dann hat es eine gehabt, irgendwie so, keine Ahnung, die ist vielleicht 60 oder so. Schwierig zu sagen mit dem Gesicht, das sie gehabt hat. Aber halt sehr, sehr operiert. Dann ihr 82. Ja, wahrscheinlich. Und, aber awesome. Und die wirklich so, wow, und Zeugs und Sachen, die sind Komiker, das ist dann toll. Und ich habe ein Restaurant und ich lade euch ein, kommt vorbei und Zeugs und Sachen. Und zum Charles, da nimm meine Nummer, schreib mir mal die Woche und dann machen wir schön zum Mittag in meinem Restaurant. Wirklich so eine halbe Stunde, oder? Klar. Und der Charlie am nächsten Tag so, die hat noch nicht mal zugeschrieben. Und dann nach einer Woche, die hat nie geschrieben. Und dann ist es richtig enttäuscht gewesen. Und ich so, ich verstand, dass du enttäuscht bist, aber ganz ehrlich, hast du wirklich gedacht, nein, dass das passiert? So, und wenn in der Schweiz jemand sagt, ich lade ein, ich will gar nicht zu mir heim, zum Essen oder was weiß ich. Dann musst du gerade die Gegeneinladung auch noch gerade auf den Tisch legen. Das kann 5 Jahre, ja genau. Aber das kann 5 Jahre nicht stattfinden. Ja, natürlich. Und dann kommt aber irgendwann einfach die Einladung. Ja. Wir haben es ja mal abgemacht. Ja. Kommst jetzt vorbei. Und dann gehst. Und dann musst du gehen. Und dann an dem Abend macht man aber ab, wenn man dann bei dir... Ja. Das muss dann safe sein. Also ich finde es wirklich, es ist so spannend, wie auch die fehlende Grösse. Also wir sind halt einfach weniger Leute. Wir müssen durch das sind wir vorsichtiger. Durch das geht es länger, bis wir jemandem vertrauen. Es ist nicht so, dass, ja, ist ja scheiße, den sehe ich nie mehr. Man sagt ja, im Leben sieht man sich immer 2-mal. Ich sage, in der Schweiz sieht man sich immer 6-mal. Am Montag. Also, und das hat halt einfach ganz viele Sachen und Regelveränderungen im sozialen Verhalten setzt das voraus. Und wenn man nicht jeden Morgen im Büro will irgendjemand haben, der sagt, bist du die gestern im Club, wo voll besoffen auf der Bar gestanden ist? Wenn man das nicht will, dann muss man in der Schweiz einfach ein bisschen vorsichtig sein und darum sind wir einfach ein bisschen vorsichtiger. Yeah. Das hat ganz viel Vor- und aber auch ganz viel Nachteil. Ja, yeah, aber ich glaube eben, wie du vorher gesagt hast, wenn es denn so weit ist, die Loyalität ist krass. Unglaublich. Weil unglaublich. So Deutschland, das ist wirklich einfach ist das Konsumverhalten ein anderes. Ja, aber auch da wieder Grösse. Yeah. Morgen kommt der Nächste. Genau. Und übermorgen kommt nochmal der Nächste. Yeah, yeah. Also, und auch im Publikum. Ja. Auch im Publikum, so, das haben wir jetzt mal gesehen, jetzt gehen wir das lösen. Und allgemein halt einfach, das, was wir machen, ist in der Schweiz teils nicht wirklich eine Industrie. Und weil es halt so klein ist. Yeah. Und in anderen Ländern ist das halt einfach wirklich Industrie, das ist ein richtig grosser, anerkannter, valabler Wirtschaftszweig. Wäre es ja in der Schweiz per se eigentlich auch. Aber anderes Thema, ein anderer Podcast. Heißt nicht viel gut, heißt viel miserable. Und, aber dort geht es halt noch um so viel mehr. Und da hast du halt einfach hinter dir aufgeladen in eine Reihe und Glied den Nächsten. Darum ist das, wenn du etwas kannst und du das Gefühl hast, du kannst etwas, dass du hinstehst und das präsentierst und das willst zeigen, ist in den meisten Ländern, die gross sind, wo der Konkurrenzkampf auch tagtäglich stattfindet, ist
erwünscht und sogar notwendig. Mhm. Und wenn du in der Schweiz ungefragt hinstehst und sagst, ich wollte euch etwas zeigen, oh, da Eingebildete. Ja, ja. Was ist da? Schauer. Mhm. Oh, Schauer. Wieso hast du das Gefühl, genau, dass du da. Also, ich komme auch da, von da. Ich kann das vielleicht. Also, bei uns ist es halt einfach nicht so notwendig, dass du musst voll go elbögeln, weil es hat einfach nicht so viel von allem. Und das, das hat auch viel mit Wohlstand und es geht nicht um das letzte Stückchen Brot. Und wenn ich jetzt an diesem Gig nicht 20 Leute mehr habe, dann habe ich nichts zu fressen. Und wenn ich heute nicht fülle, dann spiele ich da nie mehr, weil die nächsten 100 warten hinten dran. Das hat alles eine Auswirkung auf die Dringlichkeit, hinzustehen und zu sagen, jetzt alle hier hinschauen, ich bin jetzt da. Yeah. Weil das ist in der Schweiz eigentlich per se unsympathisch. Das habe ich bei mir irgendwann, habe ich das müssen, also wirklich sehr, sehr bewusste Entscheidung treffen, dass nicht... Ich bin jetzt unsympathisch. Ja, absolut. Nein, aber nicht, dass hinstehen schauen alle, aber irgendwie auch nicht mehr, weil es einfach nicht geht für diese Sorte von darstellenden Beruf, so falsche Bescheidenheit, die die Schweizer gerne haben. Ich habe das immer noch, ich habe immer noch Mühe mit dem. Ich bin so, Schweiz, ich habe das natürlich auch in meinem Blut. Aber es muss eine Entscheidung sein, wo du irgendwann sagst, sonst schaffst du es eh nie. Also sonst kommst du eh nie nirgendwo hin, weil eben die Leute ja dann sich eigentlich bestätigt fühlen, schon im Gefühl, ja, also du jetzt eben, wieso machst du das jetzt? Pff. Und wenn du dann sagst, ja, weißt du, ich will mal schauen, vielleicht und solche Sachen, dann kannst du es vergessen. Dann kannst du es einfach vergessen. Das ist das Gleiche wie, du spielst gegen ein anderes Team Fußball, wo viel besser ist als du auf dem Papier. Yeah. Dann kannst du ja mit einer so gelernten Bescheidenheit, wie du schön beschrieben hast, völlig frei aufspielen. Du kannst sagen, du, auf dem Papier sind wir klar nicht der Favorit. Das ist natürlich klar, wir geben uns das Beste. Mhm. Und dann kann die Mentalität am besten aufspielen und kann das Beste aus sich rausholen. Wenn aber jemand eigentlich schlechter ist und man müsste hinstehen und sagen, die machen wir so kaputt, die können nichts. Dann sind wir eher die, die den Goalie fragen, ich weiss, dass wir besser sind, aber wäre es okay, 2-1. Dann würde ich jetzt noch eins machen. Aber nur noch einen ist okay. Also, und das ist, ich meine, du siehst ja wirklich im Sport, wir sind meistens besser gegen Bessere. Ja, ja. Als wenn wir münd dominieren und du musst sie kaputt machen und drüber laufen. Das war jetzt jahrelang das Problem von der Schweizer Nazi. Genau. Jahrelang ist das. Und das hat aber einfach wirklich mit der Tatsache zu tun, hinstehen und sagen, ich bin viel besser als du. Mhm. Was findest du? Mir gleich, wie es ist so. Weißt du, das ist, wenn du das als Schweizer nur schon aussprichst, dann hörst du die Zechennägel, wie sie sich schon aufbiegen. Das darf man nicht sagen. Das darf man nicht sagen. Aber sogar wenn es stimmt, das sagt man einfach nicht. Das macht man nicht. Das gehört sich nicht. Nein, es gehört sich definitiv nicht. Es gehört sich nicht. Aber das verändert sich, finde ich. Ja, ich glaube, wie du sagst, es ist, in anderen Ländern ist es eine klare Industrie. Und ich bin jetzt vor allem im Comedy-Bereich bin ich so dankbar, dass es in der Schweiz nicht so ist, oder wahrscheinlich noch nicht so ist. Aber wahrscheinlich wird es gar nie so können sein, weil es eben ein kleines Land ist. Es kann ja den Output gar nicht fressen. Eben, also die Bühnen wird es nicht plötzlich viel mehr geben. Und Agenturen, die effektiv können... Es hat die Fernsehsender ausgibt, es gibt die Radios. Also 20 Leute durchjagen, weil irgendjemand wird es dann schaffen. Und dann hat man verdient und mit den anderen 19 ist eigentlich wurscht. Es gibt nicht zu dem Comedy-Preis noch die Konkurrenz-Comedy-Preis von deren Agentur noch. Das gibt es alles nicht, oder? Ja. Yeah. Bei uns ist alles sehr, wenn es etwas gibt, sind wir froh, dass es überhaupt etwas gibt. Genau. Und für das bin ich aber eigentlich auch sehr, sehr dankbar. Nein, weil, ich meine, du hast sicher noch mal deutlich andere Erfahrungen in Deutschland, aber es geht so schnell, wie dort dann irgendjemand kommt und sagt, eben, du bist jetzt der Einzige für immer und ewig und so wie du das machst, mit dir wird es aber wirklich, boah, das wird so durch die Decke gehen, wie noch nie vorhat. Außer vielleicht bei einem Grönemeyer oder keine Ahnung was. Weißt du, kommen sie einfach mit so ein paar Beispielen und dann merkst du, aha, das haben sie aber irgendwie 15 anderen in den letzten 2 Wochen auch gesagt. Ja, oder einfach heute Morgen schon.
Ja, aber das ist ja auch klar, dass du, wenn es um viel geht, musst du auch auf viel gleichzeitig setzen. Weil dann ist es, dann wird es zu der Industrie. Du kannst, wenn es um so viel geht, musst du in dem Durchlauferhitzer auf alle Rössli gleichzeitig setzen. Dass du den einen Montag nicht nur auf ein Ross kannst setzen, ist ja dann wie logisch. Ja. Drum, aber im Umgekehrten, sorry, dass ich unterbreche, aber im Umgekehrten setzt in der Schweiz setzt du selber auf dich. Ja. Und bleib mal bei Deutschland, dort hoffst du eigentlich, dass jemand auf dich setzt? Nein, es ist auch, ich glaube, es ist ein bisschen von beidem, wie immer liegt die Worte in der Mitte. Ich bin durch meinen Weg extrem dankbar, dass ich den Weg so machen durfte, obwohl ich natürlich oftmals in meiner Karriere Momente hatte, wo ich gefunden habe, hey, jetzt passiert ja nichts. Also ich habe irgendwie die ersten 7-8 Jahre, die Musik hat mich seelisch und mich als Mensch immer genug erfüllt und ich habe nie Kompromiss gemacht, weil ich gefunden habe, jetzt muss ich ein andere Musik machen, damit ich mehr verdiene, weil wenn es ums Geld geht, hätte ich mich grundsätzlich nicht für die Musik entschieden. Das ist immer die gleiche Antwort auf die Frage. Dann würden wir das sowieso nicht machen, wenn das der Beweggrund 1 wäre. Aber kannst denn du leben von dem? Was machst du? Was schaffst du? Was schaffst du sonst noch? Du, wie ist so ein Tag? Schon geil. Da hätten wir noch ein paar von denen, glaube ich. Und ich habe durch das, dass es, blöd gesagt, wie um nichts geht, sondern nur um mich. Und eben, du setzt in der Schweiz, musst du selber auf dich setzen. In der Schweiz wirst du nicht entdeckt. Yeah. In der Schweiz gibt es auch nicht jemanden auf der Straße. Du. Und dann sagst du, ja, du. Yeah. Also es ist für nichts. Weil es gibt ja die Industrie nicht und es gibt auch nicht, warum soll jemand jetzt können in dich investieren, für dass das nachher ja gar nicht kommt. Also es ist gar kein Businessmodell, dass jemand jetzt sagt, ich mache dich gross. Ja, gross, woher? Mhm. Also gross in Pümplitz, oder? Ja, also, der Kuchen wird auch nicht genug gross, dass sie ein schönes Stück... Dass der davon leben kann. Ja, ein Stück können. Sondern du kannst als Künstler, wenn du auf dich selber setzt, froh sein, wenn du genug hast, vom ganzen Kuchen. Genau. Wenn der für dich allein langt. Yeah. Yeah. Darum, dass du die Entourage oder die Leute, die kommen und sagen, du musst das machen, ich mach dich da. Das gibt es bei uns ja gar nicht wirklich. Darum ist immer so der Trugschluss, wenn Leute in der Schweiz mich fragen, hey, ich will diese Musik machen, was muss ich machen, ich will das singen. Dann sage ich immer das Gleiche, sing. Dann machst du es ja schon. Sing. Du hast ja gesagt, willst du singen? Also? Sing. Weil das Warten, dass etwas passiert, das gibt es bei uns nicht. Und wenn du natürlich in einem Haifischbecken wie Deutschland oder wie auch Frankreich oder Amerika, London, sowieso einer von diesen Tanken überhaupt, wenn du in solchen Gewässern dann schwimmst oder dich schon präsentieren, hey, ich bin so froh, dass ich die ersten 15 Jahre meiner Karriere dort entweder Verträge auf den Tisch gelegt bekomme und ich alle so scheiße gefunden habe, dass ich sie einfach alle immer abgelehnt habe. Und nie etwas kam, wo ich so gefunden habe, das ist halb gut. Und in einem falschen Moment gesagt habe, also gut, komm, ich mach's. Ich bin so froh. Es hat mich zwar in dem Moment, wo ich die Verträge immer abgelehnt habe, jetzt mit so angeschissen und dann setzt sich so viel, dann bist du auch wieder irgendwo in London bei einem Inder in einem Restaurant, hast du das Gefühl, oh, heute ein Major-Deal mit einem englischen Label und dann kommen sie, fahren sie auf, dann sitzen sie dort und nachher, scheiße, ich muss das wieder ablehnen, das ist nicht gut, das ist scheiße. Und weißt du, dass ich nie in einem schwachen Moment zu so etwas im Ja gesagt habe, weil dann kann genau das passieren, was du gesagt hast, dass du dann eben dann hinter den Vorhang von Leuten, die auf 15 Rössli gleichzeitig setzen, die zwei, die am besten funktionieren, bei denen bleiben wir und die anderen 13 rühren die am Dienstagmorgen wieder weg. Yeah. Obwohl du vorher ein Jahr für das eine, also einige Erfahrungen habe ich zum Glück nur teilweise oder am Rand gemacht, aber so Zeugs kann ich schliessen und kann dir auch die Freude nehmen, weiterzumachen. Und da bin ich zum Glück verschont geblieben. Ja, und ich glaube, es ist auch bei dir das grosse Glück gesehen, schon zu wissen, dass das ein scheiß Deal ist. Also weißt du, das ist ja so entscheidend, weil wenn es jetzt irgendwie in... Ich sind wir wieder beim Schweizer. Wenn es jetzt in Jahr... Ängstlich. Ja, aber wenn es jetzt in Jahr 2 oder 3 gesehen war, dann war es vielleicht so gesehen, ich habe ja nichts zu verlieren, machen wir es mal. Tönt noch easy. Aber ich glaube, je länger dass du dabei bist, das stimmt eben glaube ich nicht. Ich glaube, je länger es deine Karriere schon gibt, je mehr dass du schon dafür gemacht hast, je weiter dass du bist, desto mehr hast du zu verlieren. Genau. Und am Anfang hast du gefühlt, aber ja auch noch
der komplette jugendliche Leichtsinn mit Idealismus bis unter das Dach, wo ja du eh mal das Gefühl hast, ich brauche Hilfe. Mhm. Ich brauche doch nicht mehr. Weißt, yeah, okay. du gehst ja so ins Spiel mit allem. Und was mein grosser Vorteil war, ist, dass ich zum Glück nie etwas unterschrieben habe, was ich bereut habe, oder nie Musik gemacht habe, oder ein Album, oder irgendwelche Kompromisse, oder jetzt machst du halt mal mit dem Produzenten so ein doofes Lied, vielleicht klappt es. Und nachher kannst du dann wieder das machen, was dir gefällt. Das ist der geilste Satz. Und nachher hast du Leute, die dein Zeug, das du hast, geil finden, jeden Abend gerade im Konzert. Ja. Yeah. Yeah. Ich freue mich so auf meinen Gig. Das ist das Schlimmste. Das denke ich auch immer. Das ist das Schlimmste. Das ist meine größte Horrorvorstellung. Ja, die unzufrieden sind mit den Menschen, die auftauchen, muss ich sagen, das hast du dir selber eingebrockt, ja, weil du gefunden hast, du musst etwas machen, wo mehr Leute anzieht. Genau. Genau. Wenn du nicht zufrieden bist mit deiner Nische und du willst aus der Nische ausbrechen und willst wirklich jetzt einfach noch ganz viele andere Leute erreichen und für das künstlerische Kompromiss eingehst und der Kompromiss nachher im Publikum sichtbar ist, mhm, hey, beschwer dich nicht. Yeah, yeah. Hey, beschwer dich nicht, bitte. Und wenn, selber schon. Was mein grosser Vorteil war, ist, dass ich habe mit 12, 13, weil ich in dieser kleinen Stadt Wollen, Aargau, aufgewachsen bin, wo 15'000 Leute wohnen. Es läuft aber eigentlich nichts. Das heisst, ich habe angefangen im Jugendhaus, ich kenne eine Woche die Musik gemacht, dann machen wir eine Party und so. Ja. Und dann kamen 2 Stutz Eintritt und so. Und nachher sind dann plötzlich 200 Stutz rum gewesen. Da habe ich gesagt, ja, ich kenne noch einen anderen DJ aus dem Dorf nebenan. Ich gebe doch dem die 200 Stutz, dann kommt ein anderer. So, also ich habe selber angefangen, Sachen organisieren, bis zu nachher Festivals, lange Party-Labels gehabt. Und wir haben dann auch alle ersten Konzerte auch im Kaff immer selber organisiert. Sehr schnell zum Glück auch Support gehabt von regionalen Medien, was in einer Stadt unmöglich gewesen wäre. Yeah. Was hast du denn den Wohler-Anzeiger, das fremde Tagblatt, und sagst, ja, nach 5 Jahren ist dieses Party-Label jetzt in die grössere Location gezogen. Yeah, yeah. Das würde doch in Zürich keine Sau interessieren, wenn ein 17-Jähriger seit 5 Jahren Party macht. Who cares? Yeah. Und das hat mir die Möglichkeit gegeben, die andere Seite vom Tisch, nämlich die Veranstalterseite, die Business-Seite, was es alles braucht, damit dann der Künstler da vorne kann stehen und seinen Job machen. Mhm. Das habe ich echt zuerst. Ich habe mit dem zuerst Geld verdient, als mit dem Job dort vorne stehen. Ja. Und das hat mir dann natürlich die Möglichkeit gegeben, früh das Gesamtbild zu sehen, wo vielleicht, wenn ich das nicht gehabt hätte, hätte ich, wie du sagst, wenn man noch nichts zu verlieren hat, in den ersten Jahren vielleicht dann mal etwas unterschrieben hat, hätte mal einen Weg eingeschlagen, wo man findet, das ist doch jetzt super. Aber ich halt mit dieser Erfahrung oder mit dem Zeugs, das ich schon gesehen habe und auch mit Künstlern, die ich schon an meinen Konzerten habe oder betreuen oder booken, schon all die Geschichten mitbekommen, habe schon gewusst, was ein Label ist, was ein Verlag ist. Ich habe gewusst, wie es läuft, aufgrund vom Bedürfnis, dass in dem Städtli nichts los ist. Yeah. Und durch das habe ich weh einen Vorsprung gehabt, wo ich natürlich, zu dem Zeitpunkt bin ich mir das gar nicht bewusst gewesen, dass das ein Vorsprung ist. Und jetzt ist mir das natürlich sehr bewusst. Vor allem, weil du ja auch den Aufwand dann kennst. Ich meine nicht mal die finanziellen, sondern wenn du in diesen verschiedenen Bereichen etwas zu tun hast und jemand anderes kommt und sagt, ich mache für dich diesen Teil von der Arbeit und diesen Teil von der Arbeit und es kostet so viel, dann kannst du sagen... Nein, das ist im Fall, mit dem kommst du nie durch. Ja. Genau, das ist einfach, meine, Wissen ist Macht. Ja. Und Macht in den richtigen Moment ist Macht entscheidend, um zu sagen, ist das richtig für mich oder ist das nicht richtig für mich. Ich finde, das ist wirklich eines der grössten Geschenke, wenn du weißt, was du willst, und zwar fundiert aufgrund von Erfahrung oder aufgrund im besten Fall sogar von Wissen. Mhm. Und dann kann dir wenig passieren. Dann kannst du mal eine Entscheidung falsch treffen und es passiert etwas nicht. Aber ich sage immer, das wichtigste Wort in dieser Branche ist Nein. Weil wenn du Nein sagst, könntest du eine Chance verpassen, was viel weniger schlimm ist, als etwas machen, das du nie hättest sollen. Drum, das sage ich immer. Zweifelsfall, nein. Die Leute sehen ja immer nur, was man macht. Genau. Sie sehen aber nicht, was man nicht macht. Genau. Weil wenn sie würden sehen, was man alles könnte machen. Genau. Ja. Darum, das wichtigste Wort ist, finde ich, in dieser Branche ist Nein. Und das auch können kultivieren und können belegen, ohne dass man es mit dem Gegenüber versichert. Mhm. Man darf ja nicht Nein sagen, damit der andere sagt immer Nein. Das ist so doof. Sondern man muss können auch belegen und das auch leben und sich einen Namen
ja, erspielen oder verhandeln, damit die Leute wissen, nein, der macht das nicht, aus den und den Gründen. Also mhm. das braucht auch Zeit, bis man da die Glaubwürdigkeit hat. Aber wie du es richtig sagst, es gibt in keinem KMU, in keiner Unternehmung, sei das sehr klein, sei das selbstständig, sei das riesig, der, der jeden Arbeitsschritt nicht nur kennt, sondern auch schon mal gemacht hat. Mhm. Und zwar, weil er niemand anderes gehabt, der es für ihn macht, weil er kein Geld gehabt. Das ist der, der nachher auch fähig ist, die Leute zu rekrutieren, mal jemanden zu ersetzen, wieder neue Leute zu finden, ein Team zu vergrössern, ein Team zu verkleinern, dankbar zu sein, die Aufwände können zu kontrollieren, auch können zu spüren und dann zu wissen, ey, der hat nur einen geilen Job gemacht. Und auch nicht zu vergessen, wer wirklich mitunter der grösste Anteil hat, dass man noch immer stehen und singen darf. Yeah. Weil das wird, wenn du es nicht weißt, weißt du es einfach nicht. Und ich bin sehr froh, dass ich es immer gewusst habe. Ja, und ich glaube, dort kommt dann auch, mit dem kommt dann auch die Wahrnehmung, wo sich verschiebt von, das sagt immer nein, zu, der macht sein Ding. Genau. Das braucht ein Zeitchen. Ja. Am Anfang ist es, ich sage immer nein. Und irgendwann ist es so, ja, aber wenn ihr ja sagt, ist es gar nicht so schlecht, Kopf damit. Also aber das braucht Eier. Es ist ja immer so. Du kannst es immer auf den Schulhausplatz zurückführen. Welche hast du Welle? Hast du die Welle, die alles gemacht hat? Oder hast du die, die zu allem Nein gesagt hat? Und hast du ihm gefunden, warum? Wer ist das? Mhm. Finde ich die spannender? Wer ist das? Was will die eigentlich? Also Attraktivität ist nicht der Ortsbus, wo jeder hier läuft. Sondern es ist, warum geht diese Tür manchmal auf und manchmal nicht? Was ist an dieser Tür? Mhm. Und das so funktionieren wir, oder? Wenn du drückst auf den Knopf, es geht auf, drückst auf den Knopf, geht auf, drückst und es geht nicht auf. Dann fangen wir es auf umkehren und auseinandernehmen. Yeah, ist es kaputt? Was, wie funktioniert? Ich will den Mechanismus checken. Und darum ist es mega wichtig, dass auch wenn Nein sagen oder auch wenn nicht überall mitmachen, in Anfangsstadium oft als mühsam, als kompliziert, als komm du jetzt nicht so oder andere machen das im Fall. Mhm. Einfach sagen, ja, das hat seinen Preis, da macht man sich nicht immer beliebt, aber wenn man bereit ist, das bis zum Schluss durchzuziehen, irgendein kehrt es. Irgendeine kehrt es. Mhm. Wenn du dein Qualitätslevel für dich entscheidend ist, kannst heben, dann kannst du das, hat es irgendein Siegel, dass man einfach weiss, das vertippt. Es ist zwar nicht immer alles, was er macht, so wie ich es würde machen, aber es hat eine klare Linie und es vertippt. Und das ist schlussendlich wichtig. Und das Ding ist für mich so ein grosses Vorbild. Und das Ding hat mal so einen geilen Spruch gesagt, der mich auch durchs Leben zieht. Er ist gefragt worden, wie er mit Kritik umgeht. Oder mit Leuten, die es nicht verstehen oder seine Entscheidungen hinterfragen und so weiter. Da sagt er immer, ich mache meine Sachen so gut, dass jeder kann sagen, es gefällt mir nicht, aber niemand kann sagen, es ist scheiße. Mhm. Fertig. Also, da kann dir nichts passieren. Da bist du immer safe. Es muss einfach too good to hate. Ja, und es muss vor allem für dich selber stimmen. Es muss für dich vertippen, dass du jederzeit, wenn du hast ein Interview mit dem Schurni und der Schurni sagt, bei dem Lied 3, dort und da, und du denkst, Scheiße, er hat recht. Ich finde auch. Yeah. Schlimm. Wo hast du das Scheiße? Was tönt so beschissen? Hey, das wäre so schlimm. Yeah. Ich wäre am Abend hinüber. Das würde mich fertig machen. Aber wenn du für dich als Schurni dein eigenes Album würdest mit 6 Sternen belegen und fändest du Shit, weil vorher ist es nicht fertig, dann ist jede Kritik nicht, prallt nicht an dir ab. Es ist nicht so, dass es dich nicht kalt lässt. Aber sie stimmt für dich nicht. Genau. Ich habe irgendwann gemerkt, am Anfang bin ich so mega der Kritik-Schwumm gesehen. Ich habe von allen gefragt, wie hast du es gefunden und was hast du das Gefühl, was kann ich anders machen? Bist du alles liest? Gut, bei mir wird eh nicht groß geschrieben. Wieso nicht? Yeah, also, ja, aber wenn du, weißt, sei das Kommentar oder was, einfach grundsätzlich liest du alles? Bis jetzt hat es eigentlich so wenig, dass ich immer alles können lesen. Es ist wirklich so. Weißt, ich lebe in einem recht kleinen Kosmos, wo ich gang nicht gross Leute stören in einem Bereich, wo ich irgendwie nichts zu suchen habe. Mhm. Sondern wenn jemand
der Podcast will hören oder schauen, dann müssen sie effektiv draufklicken. Das heisst, die Hemmschwelle, dann dort zu sagen, dass sie es scheiße finden, ist. Ja, das stimmt. Ich weiß, was du meinst. Ist grösser. Ja, das stimmt. Am Radio ist es eher so gesehen, ah, der Lachsack ist wieder da und keine Ahnung was. Wirklich? Ja, ja. Und dort habe ich dann aber auch gemerkt, eben, das ist, weil ich jetzt die Person störe in ihrem Samstagnachmittag oder keine Ahnung was. Und du findest in ihrem Wohnzimmer ungefragt statt. Genau. Es ist ja auch ungefragt, unbewusst, ja, nicht ja auf den Podcast geklickt, oder das, was du vorher meinst. Und das Gleiche auch bei Live-Shows. Also weißt du, wenn jetzt jemand solo kommt, schauen, auch dort, die werden nicht nachher mir direkt sagen, wenn sie es nicht geil gefunden haben. Ich kriege mit, ganz früher noch, ein von den allerersten Shows, hatte ich noch einen Regisseur gehabt, und der ist neben einem Bärle gesessen, wo sie hat aber so schlimm gefunden. Ah, wirklich? Und so scheiße. Und hat aber eben auch nicht wollen gehen. Sonst ist oft wirklich immer so, nein, ist das schlecht. Nein, ist das scheiße. So, oder? Und mein Regisseur sitzt neben ihr. Und dann wirklich so, irgendwann sogar frisch Swiss Comedy Award gewonnen. Zwei Tage später oder so ist die Show gewesen. So, nein, und der hat noch gewonnen. Nein. So, der hat es wirklich super scheiße gefunden. Hast du das gehört auf der Bühne? Okay, gut. Nein, null. Das ist eh nicht die beste Show gesehen, die ich jemals gemacht habe. Die beste Show, die wir jemals gemacht haben, die kommt immer noch. Die kommt noch. Ich sage immer, was ist das Beste? Die tätowiere ich. Ich habe gesagt, das perfekte Set, weil ich schreibe immer eine Setliste. Aha. Dann habe ich gesagt, das perfekte Set tätowiere ich. Ich weiß, ich werde sterben ohne das Tattoo. Aber das vielleicht. Das ist der Grund, warum wir ja nicht hören. Also, richtig. Das ist der Grund. Weil wenn alles perfekt ist, wenn es wirklich perfekt ist, dann in dem Moment merken wir, dass mein perfekter Mond wieder etwas anderes ist. Genau. Das ist mal der grösste Punkt. Ja. Und ey, wenn alles stimmt, ist etwas falsch. Absolut. Absolut. Und eben, darum, ich glaube, was wollte ich jetzt vorher sagen? Wegen Zeugs lesen. Ah, genau. Die hat wirklich ja, richtig gut scheiße gemacht. Und sie ist dann wirklich so eine Minute vor Andy ist sie gegangen. Sie hat es mega lang durchgehabt. Und dann wirklich, aber das ist ja demonstrativ. Nein, sie hat nicht gecheckt, dass dann fertig ist. Und sie hat auf das ist so, jetzt kann ich nicht mehr. Und dann habe ich mir noch eine Minute gespielt und danach ist es fertig. Ich bin noch nicht so oft. Wie oft bist du rausgelaufen bei einer Veranstaltung vor Andy? Einmal, wo ich eben noch Kinofilm. Aus einem Film? Ja. Yeah. Okay, aber aus einer Veranstaltung. Also aus einer Darbietung, wo jemand auf der Bühne ist, bist du schon mal vorher raus? Nein. Ich glaub wirklich nicht. Ich bin schon bei Comedy-Shows bin ich schon in der Pause gegangen, weil ich aber auch schon gesagt habe, ich komme eigentlich nur schnell schauen, wie es ist. Aber ich komme nicht die Show schauen als Konsument und sitze an. Also ich hänge dann irgendwie hinten und begleite jemanden und sage so schnell Hallo. Nimm mir schnell ein Bit. Genau, dann gebe ich mir ein paar Minuten und dann hat irgendwie. Ist halt Deutschland Frankreich. Und dann muss ich. Ja. Das ist letzten Sommer zum Beispiel mal so gesehen. Mhm. Aber ich weiß gar nicht, irgendetwas vorher noch was sagen. Ah, kommt wieder. Weißt du? Wegen irgendwie Kritik. Ah, richtig. Und zwar habe ich dann irgendwann gemerkt, am Anfang habe ich so die ganze Kritik aufgesogen von Menschen und habe gemerkt, so, ich vergleiche es immer mit Steinmeißeln, dass. Am Anfang habe ich viele Tipps kriegen, wo jemand gesagt hat, hey, wenn du irgendwie das Werkzeug nimmst, dann kannst du eine raue Oberfläche generieren. Und wenn du das machst, dann wird es eher glatt. Mhm. So, dass du wirklich die Rucksack einmal vollpackst. Eins. Aber irgendwann wandelt die Kritik zu, ja, du hast jetzt eine Kugel gemacht, ich hätte viel lieber einen Würfel gehabt. Und dort habe ich dann so wie gemerkt, das ist eben, wie du sagst, die Kritik stimmt für mich nicht, weil ich hatte einfach also ist kein, legitim. Ja, aber ich wollte einfach keinen Würfel machen. Richtig. So, dort fährt es ja nicht. Es ist ja nicht... ja, neben dem... Beyond Meat Burger braucht es einfach jetzt noch Stärke. Es ist ja keine, es ist keine Formel. Ja. Es ist ja nicht eine Formel. Es gibt wenige Formeln, die in der Darbietung fast immer gleich sind. Es ist die ungefähre Länge. Das ist lustig, dass sich das nie verändert hat, obwohl sich ja sonst alles verändert. Es verändert sich das Konsumverhalten, auch Länge von Songs sind von im Schnitt 5 Minuten, jetzt unter 3 Minuten. Yeah. Innerhalb von 15 Jahren oder, hat sich die Songlänge per se in der Originalaufnahme halbiert. Aber das Konzert ist immer noch gleich lang. Also yeah. Die Aufmerksamkeit, die Halbwertszeit, wie lang die Spanne ist, wo sich das Publikum kann auf etwas konzentrieren kann, ist um die 2 Stunden. Der Film. Ausser Tarantino macht Filme, dann können sie 3,5, aber das ist ein anderes Thema. Aber sonst ist
das ist eigentlich noch spannend, dass das immer noch gleich geblieben ist. Aber sonst gibt es einfach kein richtig und kein falsch. Wirklich. Yeah. Wenn, wie du richtig sagst, wenn das Handwerk stimmt, dann ist das, was das Ding sagt, wenn das Handwerk stimmt, mhm, und man es nicht kann schlecht finden, mhm, es ist schlecht, dann ist es entweder nicht das, was ich wollte, mhm, das, was ich erwartet habe, oder es gefällt mir einfach nicht. Genau. Und das ist keine Kritik, das ist eine Geschmackanmeldung. Yeah. Oder yeah, yeah. I like oder I don't like. Genau. Aber es ist nicht gut oder schlecht. Yeah. Und das darf man schlussendlich irgendwie nie verwechseln. Das habe ich für mich auch vor ein paar Jahren angefangen, dass ich mehr sage, wenn mir etwas nicht gefällt, dass es mir nicht gefällt und nicht einfach Leck, ist das scheiße. So, ja, genau. Was bin ich schon für genau eine Instanz? Ich bin aber man hätte es an sich selber müssen, genau, dass man es nicht mal selber mehr macht, oder? Ja, ja. Aber eben, ich bin nicht über allem. Ich stand nicht über allem, dass ich kann sagen, das ist scheiße. Nein. Sondern mit dem Zian haben wir gesagt, es geht dann mehr darum zu sagen, für das, was es ist. Es geht eben immer auch ein bisschen um die Erwartungshaltung, was es ist, was es soll sein, was ist die Idee dahinter. Also, wenn ich... Ja, aber es gibt natürlich schon Regeln, wo man kann sagen, wenn man... Ich meine, ich vergleiche es oft mit einem Architekt. Ein Architekt kann an jedes Gebäude, an alles anschauen und kann sagen, das ist gut oder schlecht gemacht. Ja. Gut oder schlechtes Handwerk. Genau. Und auch wenn das objektiv gesehen bei Musik und bei Kunst oftmals bezeichnet wird, das kann man auch nicht, da bin ich völlig anderer Meinung. Doch, das kann man. Mhm. Man kann bei einem Comedian, bei einem Theater, bei einem Film, bei Musik, bei einem Konzert, bei was auch immer, kann man, genau wie ein Architekt, kann man sagen, das ist per se gut gemacht. Mhm. Das ist gutes Handwerk. Genau. Ob einem denn das Haus gefällt, ob man die Kombination stilvoll findet, ob man den Epochen-Crossover jetzt da irgendwie sinnvoll findet oder, mhm, nicht, das ist dann wieder, ob es einem gefällt oder nicht, ob man dafür etwas ausgeht, um es nochmal zu sehen, yeah, oder um es überhaupt anzuschauen. Und das ist einfach rein objektiv. Ja, und ich glaube, dort geht es für mich dann sogar noch einen Schritt weiter, dass wenn jetzt der Architekt ein Hochhaus anschaut, dass er dann nicht den Standard von einem kleinen Reihenhäuschen in seinem Kopf hat. Das, nein, meine ich eigentlich, eben für das, was es ist. Genau. Es ist wie, wenn ich eben die Filme schaue, dann ist es irgendwie so ein Tanz-Step-Up, ich weiß nicht mehr, wie viel Detail. In so einem Tanzfilm. Ja? Teil 12. Ja, vielleicht sogar noch 2 gesehen. So. Und das ist wirklich klar gesehen, dass das ist... College-artiger Film, genau, für die und die Menschen für, gemacht. Genau. Und natürlich findet es dann... die graue alter weißer Mann, 65, findet es super scheiße. Und weißt du ja, wieso? Dann würde der Film nie schauen. Nebe. Warum ist er nicht? Und hat dann 2 von 5 Sternen. Ja, aber dass so jemand so einen Film bewertet, ist doch eigentlich auch völlig bescheuert. Aber das zeigt ja eben, wie Kritik so individuell, also nicht einmal ist, sondern einfach oft eben nicht einmal so eine Wertigkeit hat. Ja, aber ich meine, der Spruch kennst du von der Kritiker gehasst, vom Publikum geliebt. Ja, ja. Also ja, je weiter, je besser, also es ist ja oftmals so gewesen, wenn bei den richtig guten Kritikern, bei den grossen, die NZZ, Tagi, wie sie alle heissen, wenn dort alle Sterne bekommst und sie es in den Himmel loben, dann sagt man bei den Labels schon, oh nein, das wird niemand interessieren. Wird kein Sau kaufen. Das wird niemand kaufen, das ist ein kommerzielles Desaster. Das hat Gott schon immer gesagt. Er hat gesagt, dass irgendwie 16 Millionen Zuschauer gehabt und dann hat der Feuilleton wieder in Tonnen getrampt. Oder? Genau. Aber eben, der Feuilleton sind einfach nicht 16 Millionen Leute. Punkt. Okay. Genau, sondern die paar wenigen, die haben es vielleicht... Die haben es müssen schauen. Und genau, nicht die haben es müssen schauen. Und ich meine, wenn du etwas musst schauen, bist du schon mal kritisch eingestellt. Zum wieder zum 62-jährigen grauen Mann, der muss Step Up schauen. Die arme Sau. Ich hätte es auch gehatet, wenn ich ihn gesehen wäre. Nicht sein Film. Nein. Sicher nicht sein Film. Aber auch nicht sein Fehler, weil man schickt ihn nicht zum Step Up schauen. Oder? Einfach nicht. Aber ich glaube, da hätte jeder Film müssen schauen. Die arme Sau. Vor allem Step Up. Wow. Step Up 37. Aber bei dir ist es so gesehen, manchmal, wo du gesagt hast, so oft Verträge, die irgendwie kommen, wo du dann Nein sagst, weil du weißt, es ist nicht geil. So. Ist das dann so der schöne Moment gesehen von der Bestätigung, wo du dann gesehen hast, sing mein Song, da sind wir jetzt. Ja. Hast du das überhaupt mir so überlegen? Wo du das Angebot gekriegt hast, oder ist das so eins gesehen, wo klar war? Also das ist sowieso ein sehr wirres Jahr gewesen, wo mein Leben definitiv nachhaltig verändert hat, bis heute prägt. Yeah. Ich bin mittlerweile
in der dritten Staffel auch Host in der Schweiz, was ja ich auch nicht wäre, wäre die Anfrage damals nicht gekommen. Das ist einfach ist Fakt, oder? Das schlägt dir kein Geiss weg. Und ich weiss noch, es war 2015 gewesen. Ich habe mit Unplugged und The Artist King im Rücken wirklich einfach Bock gehabt. Weißt du, also ich mache ein Album, das niemand interessiert. Ich mache ein Retro-Funk-Album, das interessiert ihn niemand. Es ist mir scheißegal, ich habe jetzt einfach auf das Bock. Back to the Roots. Ich kann nochmal nach meinem Pop-Rock-Album The Artist King habe ich gefunden, okay, ich mache wirklich Back to the Roots Anarchie. Und habe wirklich einfach ein reines Funk-Album gemacht. Die erste Single, die ich an die Radios geschickt habe, ist über 5 Minuten gegangen und der Schluss war ein Saxophon-Solo. Also sprich, ja, weißt du, was ich meine. Und das Album hat Back Funk Love so geheißen. Ich habe es dann auch noch angeschrieben, was ich damit wollte bezwecken. Mit 13 Köpfen auf der Bühne irgendwie eine Hurensauerei abgefackelt. Und das Album, wo mit Abstand das unkommerziellste Album ist, das ich jemals gemacht habe, mit Bestimmtheit. Aufgrund von dem Album hat der Michi Beck mir auf mein Nattel angerufen und gesagt, hey, das Album ist super, ich bin mega Fan, würdest du uns auf der Tour begleiten? Und du denkst so, ja, okay. Also völlig absurd, dass das gerade dann mit einem Album passiert, wo du so auf alles schiessest, fast absichtlich. Ja. Yeah. Und 3 Monate später, nach einem Konzert, noch im Backstage, dich jemand einfach anspricht, hey, sing meinen Song, kennst du? Und ich so, ja, die ersten 2 Staffeln gefressen, weil mit dem Gregor Meyer noch ein guter Freund dabei war, wo ich froh war, dass er endlich wahrgenommen wird, dass er endlich irgendwie die Aufmerksamkeit bekommt, die er verdient hat, dass er ein grossartiger Künstler ist. Und natürlich keine Sekunde zögert, einfach, ja gut, okay, wir schicken Verträge morgen, okay. Das sind die wieder raus und du denkst, ich habe zu meiner Frau geschaut. Really? Und sind so als Schweizer habe ich in dem Moment gedacht, habe ich jemandem seine Nummer? Nee. Ist das safe? Hat es jemand gehört? Stimmt das wirklich? Vergessen die das wieder? Ja, ja. Weißt du, können wir schnell, hat jemand reserviert? Weißt du, denkst gerade, jetzt müssen wir festhalten. Aber es hat dann tatsächlich stattgefunden. Und das Schöne ist, dass das nicht in einem Moment passiert ist, wo man irgendwie, ich bin nicht unglücklich gewesen, ich bin nicht an einem Moment gewesen, ich dachte, jetzt müsste endlich mal etwas passieren, hur sich, sondern ich bin sehr zufrieden gewesen, ich habe voll meinen Eigenbrötler Film durchgezogen, ich bin voll in meiner Bubble gewesen und dann kommen einfach so aus dem Nichts die Sachen und du bist von einem Tag auf den anderen in Deutschland ein gefeierter Newcomer. Und da der komische alte Hase, der seit 15 Jahren die Musik macht. Ja. Yeah. Und die Hybridposition ist natürlich fantastisch. Das ist das Geilste. Das Geilste, weil du hast den Rucksack ja schon voll. Die Rucksack ist voll. Yeah. Du hast das einmal eins schon. Du weißt Kugel, Quadrat, Würfel. Du weißt, welches das Wort ist. Du weißt auch, wie man Rauch macht, wie man schläft. Du weißt alles schon. Und du musst auch keine Crew zusammenstellen. Du kannst einfach deiner Band sagen, wir gehen 3 Wochen in einen Headliner. Und all. Nicht in Ernst. Und dann so, mal. Und dann mit den Leuten, die du alles schon erlebt hast, machen einfach. Und du bist dann auch nicht überfordert, weil ich habe ja einen Produktionsleiter, ich habe eine Crew, ich habe eine Band, es ist alles da. Wir haben eigentlich nur können. Geil. Spielen wir es einfach nur öfters, das Programm. Es steht ja alles. Yeah. Alles ready, alles parat. Und das war ein Moment, gewesen, wo für mich nicht eine Genugtuung war im Sinne von Gesender, sondern eher hohe Freude, wirklich einfach viel Freude, dass ich das mit all den Leuten, die mitverantwortlich sind, dass wir vorher schon happy waren, können teilen. Yeah. Dass wir wirklich, dass ich mit dem Massimo in dem Nightliner sitzen, nebenan sitzen meine Brüder und wir schauen uns so nach der zweiten Show Hamburg, 15'000 Leute in dem Stadion, schauen wir uns so an, ja, morgen Berlin, hä? Okay. Ich kann mal rauf in das komische Bett. Das ist echt noch. Also. Oder soll ich noch da sein? Also weißt du? Yeah. Einfach der absurde Switch und der Übernachtmoment, dass man den nach 15 Jahren Karriere, kurz vor 40, da hat man ja normalerweise dann nie mehr. Yeah. Und das nochmal können mit den Leuten, die dich mit ADT getragen haben, dürfen zusammen erleben, das ist echt das Geilste im Ganzen.
Das ist ja eine schöne Belohnung. Ja, voll. Ist einfach, für alles. Weil es ist wirklich so eine. Es verlängert einfach die Schulreise. Es ist so ein Bonus. Yeah. Ja, es hat einfach wirklich in dem Moment etwas verlängert, was in der Schweiz sehr schwierig ist, zu erleben. Weil nach dem Gig gehen wir heim. Mhm. Außer du bist zu Chur und es ist zu weit. Ja. Yeah. Sonst gehst du immer heim. Mhm. Aber wenn es heisst, wir gehen 3 Wochen auf Tour, also wirklich eine Touring-Band sein, mhm. Du spielst 4 Übungen hintereinander, 2, 2,5 Stunden, hast einen Tag in einem Hotel Pause und dann spielst du wieder 4, manchmal sogar 5, jeden Tag eine andere Stadt. Das einfach, ich meine, dann wird, das wird ja, mir ja sofort klar sein, stell dir mal vor, wie gut wir werden in diesen 3 Wochen. Mhm. In was für einer Kadenz du kannst am Zeug arbeiten, was für einen Step du nochmal als Band, als Künstler, als Performer, was dir das da alles noch an Erinnerungen, an Lernplätze, an Freundschaften, was da alles darf und kann passieren. Und es ist durch den alles so gekommen. Wir haben auch einfach eine Zeit können geniessen. Ja, vor allem, weil du bist ja dann auch voll in diesem Film. Voll. Das heisst, es ist ja eh alles viel intensiver. Es ist 24 Stunden, als das. Ja. Das heisst, du kannst am Morgen um 10 Uhr kannst du unten im Nightliner mit einem Keyboard und einer Gitarre an dem einen Break im viertletzten Song noch die eine Note zwischen dir und findest irgendwie. Irgendwie. Und sonst kommst du erst um 4 Uhr zum Soundcheck. Yeah. Also weißt du, und du hast aber dann am Tag noch dein anderes Leben und du hast immer den Switch. Aber so einfach mal 3 Wochen den Tunnel, es ist schon noch mal etwas anderes. Und das ist halt auch wieder auf die Grösse von der Schweiz zurückzuführen. Eine Touring-Band sein, ist uns natürlich einfach, das wird uns verunmöglicht in der Schweiz. Ja, yeah, ja. Du kannst ja nicht, und du kannst ja, sagen wir so, zwischen 1000 und 2000 Locationer, also Location, kannst du nicht unter der Woche jeden Tag spielen in der Schweiz. Ja. Yeah. Du kannst, also Zürich kannst vielleicht ein Kaufleute oder ein Volkshaus kannst du gut unter der Woche machen, aber sonst ist es Freitag, Samstag. Mhm. Sonst am Donnerstag musst du Käse Volkshaus Basel füllen. Mhm. Also schon schwieriger. Ja, ja. Und in Deutschland ist das auch scheißegal, ob es Mittwoch ist oder Samstag. Mhm. Es ist ja jeden Abend ist im Mojo oder in der Grossen Freiheit Hamburg oder im Langsessen, wo auch immer, ist jeden Tag etwas. Und darum, die Gewohnheiten ermöglichen dir einfach wirklich viel mehr zu spielen. Ja. Und ich habe meine jährliche Gigzahl seit dem Moment fast verdreifacht. Hat sich dann auch wie dreifache Anstrengung angefühlt? Ja, eh. Ja. Yeah. Aber voll geil. Anstrengung ist doch nicht schlimm. Nein. Wenn es ein geiler Grund ist. Also yeah. Ich bin nichts Schöneres als am Arsch sein und wissen warum. Ja. Yeah. Also das... aber setzt auch mehr Energie frei. Also es ist ein Yin und Yang. Es kommt ja dann auch wieder etwas zurück. Aber es ist klar, dass das Time-Management durch die Distanzen, dass du natürlich wieder musst frisch bauen und anders einteilen, Work-Life-Balance, nochmal eine neue Herausforderung bekommt. Yeah, yeah. Mit Frau und 2 Kindern sowieso und so weiter und so fort. Aber auf der anderen Seite, wenn du in der Schweiz verhältnismäßig eine Standard-Tour spielst, in der Grösse von jetzt, sagen wir jetzt mal Volkshaus Zürich oder Volkshaus Basel oder so ein bisschen Casino Herisau, so in dieser Art von Tour spielst, gibt es ja nicht so viele Locations, wo so in dieser Grösse und dieser Anzahl fasst, so in dieser zwischen 1000 und 2000 Menschen Location, da spielst du vielleicht 10 Shows. Ja. Yeah. Sind es vielleicht 10. Und du kannst eine spielst unter der Woche, und die anderen sind Freitag, Samstag und wenn du Zusatzshows hast, kannst du die vielleicht mal noch auf einen Donnerstag tun. Mhm. Das heisst, du hast immer wieder frischen Rüstungsaufwand. Und du hast Montag, Dienstag, Mittwoch, wo du sonst etwas isst und so und dann ist wieder, fahrst du auf das Solothurn und dann bist du im Kopfmehl am Tierisch Sound. Und in der gleichen Zeit als Touringband, wenn du 5 Tage hintereinander spielst und nur einen Tag Pause hast, machst du in 11 Tagen einfach 10 Shows. Mhm. Und das macht nochmal eine ganz andere Effektivität auf, die einfach da gar nicht möglich ist, die dich aber auch zur besseren Band macht und einfach auch noch die Möglichkeit gibt, viel mehr zu spielen und viel mehr Menschen zu erreichen. Ja. Das ist ja das, wo viele, wenn sie mich fragen, gar nicht verstehen, wenn sie sagen, aber jetzt auch wegen Covid und so, bist du trotzdem auf Tour? Wenn man sagt, in der Schweiz bin ich irgendwie immer auf Tour.
Ja. Also selbst wenn ich jetzt zwischen zwei Programmen bin. Eben, weil du ja nie den Moment hast, ich steige in den Bus. Richtig. Und vier Wochen später haben wir 30 Shows gespielt. Das gibt es bei uns nicht. Darum oft das auf Tour sein. Es ist, ich spiele ab und zu. Ja. Ich bin immer auf Tour. Genau. Aber ich gehe am Abend heim. Meistens. Ja. Ausser es ist in den Bergen. Ja, aber es ist wirklich so. Ja. Das finde ich schon ein krasser Hauptunterschied. So, ich weiß gar nicht, wie lange. Boah, eineinhalb. Wir gehen langsam zum Schluss. Aber was ich noch schneller wollte sagen, was ich mega schön finde, auch als Lehrer, für mich und für wahrscheinlich ganz viele, die das hören, ist, das, was du jetzt erzählt hast, all das, was dann noch abgegangen ist, ist passiert in einer Situation, wo du mit dir zufrieden gewesen bist, irgendwie mit dem Umfeld, und für dich auch entschieden hast, ich mache jetzt etwas nur für mich. Und das finde ich hure geil, weil ich glaube, eben auch dort... Ist auch Proof of Concept. Genau. Also das genau in dem Moment, wo du dein unkommerziellste Album veröffentlichst, dann wo du ein Album machst, wo du gefühlt denkst, ja, das interessiert sich niemand. Live wird das geil, aber... Sonst, ich habe jetzt einfach Bock drauf, ich scheiß drauf. Ich habe das einfach müssen machen, weil bei mir ist Musik machen auch sehr zwanghaft. Also es ist nicht etwas, wo ich finde, so, was wäre gut für mich, sondern es ist so, ich muss nicht mehr. Also ja. Es ist mehr Dröge, als irgendwie konzeptionell überlegen, was wäre jetzt als nächstes geschehen. Also so der Dienstleister, ich habe grossen Respekt vor Leuten, die das können, die auf Knopfdruck können Songs schreiben in eine Richtung, oder so Produzenten, die können, ich schreibe jetzt dir einen, oder geschneidert. Yeah, yeah. Grossen Respekt, ich kann das gar nicht. Das ist auch ein Handwerk. Jetzt schafft Also ich habe wirklich grossen Respekt, mir ist wirklich eher Trieb gesteuert. Und dass genau dann so die Anfragen kommen, das gibt dir natürlich einfach auch Balls und eine gewisse Ruhe. Hey, zieh dein Ding durch. Gut. Oh gut, so falsch kann es nicht sein. Es ist wie im Orientierungslauf, wenn du, da ist er. Das Löchli gemacht. Geil, so falsch kann es nicht sein. Ich glaube, ich komme aus dem Wald raus. Also so habe ich mich dann natürlich sehr gefühlt. Und das sind immer wieder so Checkpoints gewesen in den letzten 20 Jahren, wo einem im Moment, wo man unpopuläre Entscheidungen trifft, wo man wieder Kurswechsel macht, weil man einfach wieder den Trieb und den Bock und das Reissen hat, auch wieder... Es ist einfacher, auf sich zu hören und auf sich zu vertrauen. Ich finde, hey, look, das ist alles gut gekommen. Ist auch dann gut gekommen. Das gibt einem natürlich, es gibt einem Balls. Nice. Zum Abschluss. Balls. Balls. Eigentlich hätte ich es aufhören. Einfach. Codewort. nein, meistens zum Schluss von der Folge frage ich noch schnell, was der Gast macht, um sich selber gut zu fühlen. Also, Musik ist sicher. Eben, wie du sagst, ein Trieb, aber es kann auch wirklich etwas ganz Kleines sein, wo du wirklich merkst, wenn mal etwas nicht so ist, was machst du, um dich gut zu fühlen? Also wenn du mir einen Ball gibst und mich auf einen Basketballplatz stellst, stimmt, bin ich immer glücklich. Du bist ein Baller, bin stimmt. Ich immer glücklich. Ich bin noch nie unglücklich auf dem Basketballplatz. Außer die habe ich mich verletzt, also bin ich auch immer wieder mal verletzt. Nein, das ist wirklich, ich glaube, das ist auch, weil ich so hyperaktiv bin, weil ich sicher zu viele Ideen habe, mich eher muss drosseln als motivieren. Yeah. Ist klar, dass bei so einer Art von Person, wo ich mich immer muss umschlagen mit, ich bin der Nähe von mir, dass Sport für mich unglaublich wichtig ist. Also wenn ich nicht 3-4 Mal in der Woche Sport mache, dann werde ich unausstehlich, werde wirklich richtig mühsam. Und wenn ich Basketball spiele, dann vergesse ich wirklich alles andere. Also wenn ich da in dem Spiel drin bin und dann ist alles andere wirklich fade out. Das, wenn andere vielleicht irgendwie Yoga machen und meditieren, dann ist alles andere irgendwie nichtig und klein und irgendwie fort. Und darum mache ich so viel, es noch irgendwie geht. Hast du mal im Verein gespielt? Mhm. Welle? Bisschen Wolle. Wirklich? Einmal noch kurz Mugello. So geil. Ja. Und lange und immer von außen gespielt. Streetball Challenge, Adidas Streetball Challenge Zeit natürlich auf der Tour dabei gewesen. So geil. Und gehe immer noch wöchentlich in die Halle. Ja. Also, ich habe gewusst, dass du Basketball spielst, aber ich habe nicht gewusst, dass es so intens ist. Ja. Und ich stehe auch in der Nacht auf, schaue ein Spiel
am Morgen, wenn wichtige Spiele gewesen sind, stehen der Grosse und ich früher am Morgen auf, bevor er in die Schule geht und wir schauen noch NBA am Morgen, bevor ich meinen ersten Kaffee rauslasse. Also immer noch vergiftet. Ich habe gemeint, Comedy-Schreibcamp, wo wir mit ein paar Kollegen gegangen sind, habe ich dummerweise den League Pass gehabt. Und da haben wir so gedacht, der erste Match schaue ich. Ich habe immer noch den zweiten geschaut. Es wird hell draußen, oder es ist schon hell, und ich bin dann so mal irgendwie für 5 Stunden ins Bett. Ja, Story of my life. Ich habe League Pass in eh und je, und es fügt mich manchmal auf. Aber ich finde es so geil, die Liga. Während andere Länder noch studiert haben, ob sie Masken verteilen, haben die im Disneyland schon eine Bubble gebaut und die Liga ist schon wieder gelaufen. Also, da kann man sich auch irgendwie von der Seite Drama, von der Seite Industrie, Vermarktung, Handling, technische Lösungen, Organisation. Also das ist wirklich eine der geilstgeführtesten und best organisiertesten Ligen, die es überhaupt gibt auf der Welt, was auch sehr viel Spass macht. Ja. Wenn man den Sport sowieso schon liebt und sich irgendwie in die Sportart verliebt hat, dann ist man sehr froh, dass sie auch noch geil geführt wird. Dort merkst du dann aber auch zum Beispiel wieder der Ami-Groove, weil die ersten, die überhaupt wieder aufgemacht haben, sind ja die UFC gesehen. Ja. Und nachher ist gerade die NBA gekommen. Und dann ist die NBA gekommen und auch NFL und so. Und die haben sich austauscht mit der UFC. Und die haben gesagt, so haben wir es gemacht. Genau. Und ich denke mir dann so... Die NBA hat einfach Disneyland gemietet und hat dort innen 8 Plätze hingestellt. Ja. Also stell mal 8 Plätze gedeckt, einfach in die Hallen rein, die den Regeln und dem alten Zeugs entsprechen. Mit DJ, mit, und vor allem den Zoom-Zuschauer. Und alle Spieler mit Familie müssen dort rein und nachher nicht mehr raus. Ja. Du bist erst aus dieser Bubble raus dürfen, wenn du aus den Playoffs ausgeschieden bist. Ein paar Einzelne sind ja irgendwie gegangen und danach haben sie aber irgendwie nicht mehr zurück können. Ja. Und so. Ja, okay. Also wirklich einfach. Ja, ja. Hey, aber so krass. Richtig krass. So richtig geil krass. Gemacht. Hast du ein Favorite Team per se oder schaust du auf Quäbchen? Also ich bin natürlich für immer und ewig ein 90er Chicago Bulls Kind. Yeah. Das ist natürlich für immer und ewig. Der Jordan Michi hat mein Leben verändert. Wegen ihm spiele ich und wegen ihm sammle ich Turnschuhe und überhaupt. Aber ich finde jetzt die Liga so geil wie, glaube noch nie. Es hat so viele geile Teams. Die Lakers kommen einen richtig guten Versack über. Also ich bin eigentlich immer gegen die Lakers. Das ist mir das Wichtigste. Wirklich? Einfach immer gegen die Lakers. Das ist mir Prio 1. Aber du bist typisch 90er Bulls-Fan, ist gegen die Lakers. Immer. Wobei, wo der Phil Jackson dann zu den Lakers gegangen ist, hat es schon ein paar gegeben, die gefunden haben, ich finde Kobe und Shaq und so, ist schon geil. Aber, ich meine, der Kobe hat eine bis er, als er retired ist, haben wir ihn auch voll lieber, aber als Gegner haben wir ihn natürlich gehasst. So ein mühsamer, unglaublich mühsamer Spieler gewesen. Krass. Also, ich hoffe, dass das Golden State jetzt gerade alle wieder fit werden. Yeah. Ich bin zum ersten Mal seit 30 Jahren, hat Chicago wieder ein geiles Team. Mhm. Also die Bulls sind so geil wie seit 30 Jahren nicht mehr. Yeah. Das bin ich huren am Feiern und Ja Morant. Also es gibt jetzt so viele neue Spieler, die so auf die alten Legenden wirklich schiessen und ihre neue Geschichten machen. Also ich finde es sehr, sehr spannend. Ich hoffe entweder Bulls, Chicago oder Suns. Aber im Herzen immer ein Bulls-Kind. Ich bin ein bisschen enttäuscht, bin ich gesehen, wo die Suns nicht gewonnen haben, weil ich es einfach dem Chris Paul gegönnt hat. Aber er ist ein sehr guter Freund von LeBron James, das ist verdächtig. Das ist komisch. Das ist etwas komisch. Oh mein Gott. Sehr schön. Ich glaube, mit dem lassen wir es. Also wenn man mit einem LeBron James Hate könnt aufhören, dann kann man mit mir immer aufhören. Ich sage nicht gross etwas zum LeBron. Ich finde jetzt auch nicht den Knall. Also er ist beeindruckend, aber nicht... Ja. Das ist Lakers-Hasser, das ist ganz weit innen. Für immer. Dir alles Liebe. Vielen, vielen Dank, bist du gesehen. Danke für die Einladung. Viel Erfolg. Jetzt wird ja eben trotz Covid, was weiß ich, wird viel passieren und viel läuft. Ich hoffe, dass wir... Es ist natürlich immer schwierig und umständlich und aufwendig, sich zu entscheiden, wir führen es durch. Ja. Weil du weißt nie, wenn du morgen die ganze Crew wieder testen musst und 4 wegfallen. Ja. Also es ist natürlich immer ein Eiertanz.
Und ich hoffe, dass wir gut durchkommen und auch ein bisschen Glück haben mit allen Sachen, die wir jetzt vorhaben. Sei das Sing Mein Song, sei das Jubiläum feiern, sei das Tour. Und dass wir dann vor allem im Herbst nicht wieder, ja, dass im Herbst nicht wieder von vorne losgeht, die ganze Scheiße. Yeah. Dass wir mal können sagen, das ist jetzt. Das ist jetzt gewesen. Ich glaube, das wünschen wir allen. Nicht nur als Künstler, sondern grundsätzlich. Definitiv. All the best. Danke. Danke für mal. Danke auch Christoph. Und bis zum nächsten Mal. Peace. Ade.